Hallo und willkommen, Leute, hier ist Grubb, ich heiße dich herzlich willkommen zum letzten Part von Resident Evil Zero. Ich bin ein bisschen gelaufen, ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass hier, da wo dieser gelbe Punkt ist, genau da sind wir nämlich angekommen mit der Bahn, da bin ich einmal kurz die Treppe hochgelaufen und bin jetzt hier in einem Speicherraum. Sonst habe ich nichts gemacht, ich habe einfach nur einmal abspeichern, weil ich hätte keine Lust gehabt, das alles nochmal machen zu müssen. Das heißt, hier ist ein Raum, hier gibt es ein bisschen Munition für eine Pistole und es gibt Munition für einen Granatwerfer, den ich gerade nicht dabei habe, weil den Billy hat, der letztes Mal von einem Affen penetriert wurde und in irgendeine andere Richtung geworfen wurde. Wie schön. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier irgendwo, habe ich das letzte Mal gesehen, einen komischen Weg nach unten. Und dem wollte ich jetzt mal folgen und schauen, wo wir dann hinkommen. Und zwar das ist der hier. Da kann man drauf. Okay, damit kommen wir also mit dem Fahrstuhl nach unten. Das ist interessant. Ich schaue mir, was hier unten gibt. Ich weiß nicht genau, aber wir werden auf jeden Fall in diesem Part hier Resident Evil Zero beenden. Und ich wollte mich schon mal bedanken für alle, die bis hierhin schon geguckt haben, weil das waren natürlich wirklich die meisten Views auf dem Projekt hier, aber es ist so eine kleine nette Community, die sich einfach Resident Evil mit mir anschaut. Und zwar, ich glaube, die Hälfte von, die Hälfte von euch findet das Spiel genauso frustrierend wie ich. Aber für irgendeine Art macht das Spiel halt doch wirklich Spaß, muss ich schon zugeben. Es ist halt wirklich eine Challenge. Es ist einfach eher eine Aufgabe als ein Spiel, das hier durchzuspielen. Da liegt irgendwas auf dem Boden, was ist das? Okay, jetzt kann ich nicht tragen. Wie toll. Okay, muss also irgendwas hier abwerfen erstmal. Aber was, die hier? Nee. Ich weiß nicht, was ich abwerfen soll. Ich brauche halt alles, was ich gerade habe. Ich lege erstmal die ab, I don't know. Vielleicht kann ich hier irgendwie später wiederholen, kann es dann irgendwie doch gebrauchen. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Schlüssel, der anscheinend da drin liegt. Werkschlüssel, wofür brauchen wir den denn? Es gab auf dem Weg nach oben eine Tür, die abgeschlossen war. Möglicherweise. Oh Gott, no. Ja, fuck off. Das hast du mal davon. Komm. Bist du tot? Der ist tot. Okay, drei Schüsse. Ein Ding. Wow! Tot. Okay, drei Schüsse mit der Shotgun, ein Hunter geht down. Das ist gut zu wissen, sollten wir es vielleicht mal merken. Wir haben jetzt aber noch einen Schuss mit dem Ding, was scheiße ist. Und das war's. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich schätze einfach mal nicht. I don't know. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Schlüssel dabei und nehmen den jetzt einfach mal mit. Aber wir können es nicht abspeichern, falls wir das müssen. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Das könnte ein bisschen doof sein, meine Freunde. Aber egal. Wir werden schon irgendwie hinbekommen. Möglicherweise kann ich einfach die Tür aufschließen, gehe nochmal zurück und hole dann die Speicherdinger. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das wäre smart. Ich glaube, das sollte ich tun. Gut, dann muss ich ganz lang. Ich weiß gar nicht. Wo sind wir überhaupt? Ich habe das Spiel gestern nachts letztes Mal gespielt. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich langlaufen muss. Da ist keine Tür. Wo ist denn jetzt noch eine Tür hier? Was ist das zum Einsammeln? Ach so, da war ich eben. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem Schlüssel hin muss. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht hier? Weil ich meine, es gab in dem Raum, wo ich jetzt eben gespeichert habe, gab es einen komischen, so eine komische Klappe nach unten. Aber da konnte ich, glaube ich, gar nicht rein. Ich glaube, es geht doch nicht mit dem Schlüssel. Aber ich kann es ja mal probieren. Was hat das hier? Fest verschlossen. Das wird doch nicht das hier sein, oder? Nee. Ich habe aber keine Ahnung, wofür ich den Schlüssel brauche, weil hier drin ist keine Tür. Hier ist keine Tür drin. Ich glaube, das ist die Tür, wenn wir... Ich kann gleich mal zeigen, wo ich gekommen bin. Dann könnt ihr ein bisschen mehr Orientierung entwickeln hier für diesen Bereich. Weil alle Leute, die hier zugucken, gehören jetzt zur Corrupt Army Elite. Weil die sich den ganzen, die Hardcore-Projekte angucken. Ich wette, die Leute, die das hier gesehen haben, haben auch Soma gesehen. Stimmt's? Schreibt mal in die Kommentare jetzt hier. Komm, pausiert das Video und schreibt in die Kommentare, ob ihr Soma gesehen habt. Ich wette nämlich, ein Großteil von denen, die das hier sehen, haben auch Soma gesehen. Weil ihr seid die Elite, die guckt sich auch die langen Projekte an. Das finde ich sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr schön, dass ihr sowas tut. Okay, wo kann ich jetzt mit diesem Schlüssel lang? Hier muss da irgendwas drin sein. Hier? Nein, hier? Am Berlinfeld, da ist ein Schlüssel. Oh! Okay, gut. Hierfür brauchen wir den. Ich habe es verstanden. Vielen Dank. Das ist ein großer Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl sieht aus, als ob er uns bis zum Ende des Spiels bringen würde oder sowas. Deswegen habe ich etwas Angst vor diesem Fahrstuhl. Aber jetzt kann ich auch die Munition mitnehmen, ne? Komm, nimm die mit. Wenn ich die jetzt mitnehme, kann ich jetzt aber nicht speichern. Aber ich schätze einfach mal, dass es trotzdem vielleicht klappt. Da ist Munition für Granatwerfer, aber ich habe keinen. Ich habe aber die Magnum dabei, falls gleich ein Bosskampf kommt oder sowas. Ich schätze mal, das ist gut. Eine Magnum ist immer etwas Gutes, das muss ich zugeben. Ich muss aber sagen, ich habe hier übrigens, ich bin mal ganz ehrlich, ich habe hier einen Walkthrough, der mir erklärt, wo ich lang muss. Das heißt, wenn ich nicht mehr raffe, wo ich lang muss und es wirklich nicht verstehe, gucke ich einfach nach, damit ich echt einfach keine gottverdammten Fehler mache. Weil das wäre doof. Ich möchte nicht mehr so viele Fehler machen, damit das Spiel nicht mehr allzu lange dauert. Oh! Okay. Kann ich jetzt hier irgendwo rein? Das ist dieser gigantische Fahrstuhl, den ich gerade geholt habe. Aber kann ich hier... Oh, hier kann ich vorbeilaufen. Da ist ein Knopf. Ja. Fahre ich jetzt nach unten? Okay, ich fahre jetzt nach unten, glaube ich. Ja, nein, vielleicht.
Okay, das sieht aus wie ein Bosskampfgebiet, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Gebiet, wo ich gerade bin, weil ich stark Gefühl habe, dass es hier gleich einen Bosskampf gibt oder irgendwas in der Richtung. Weil das Gebiet ist zu rund, zu groß und zu gerade. Und das gefällt mir absolut gar nicht. Okay. Okay. Ich bin angekommen, hier ist nichts passiert. Ich war nämlich sicher, hier kommt gleich ein Bosskampf oder irgendwas in der Richtung. Warte, wo bin ich? Wo kann ich jetzt von hier aus überall hinlaufen? Gibt es hier ein Speichergebiet? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Wow, ich kann nirgendwo lang gehen. Es sieht aber wirklich aus wie ein Bosskampfgebiet, muss ich sagen. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Guck mal, was es hier gibt. Das funktioniert zurzeit nicht. Das ist aber toll. Das ist aber echt toll, dass das nicht funktioniert. Okay, wo kann ich jetzt weiterlaufen? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Da ist ein leuchtendes Objektding. Oh. Okay. Don't shoot. You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, I... All right. Just be careful. Wie unglaublich dumm bist du! I never saw him again. Ja, das war zu erwarten. Weil du verdammt doof bist. Du hättest einfach mit ihm kämpfen können. Zusammen. Der Typ hat... Oh. Wie stellst du dir denn vor, dass ich noch mehr Schlüsselplätze irgendwie benutzen kann? Okay, was soll ich denn jetzt ablegen? Ich habe einen Schuss hier, ich glaube, das ist halt echt... ja, komm. Ich leg die erstmal ab. Dann habe ich halt einfach noch einen Platz mehr für irgendwas anderes. Ich schätze mal, gleich kommt hier ein Bosskampf. Das Gebiet sieht einfach nach einem Bosskampf aus. Tut mir leid. Ich gehe einfach mal davon aus. Und wir hatten jetzt länger keinen Boss. Ne, wir hatten die Fledermaus. Die ist schon ein bisschen näher. Kann ich da rein? Diesen Bereich haben sie schon durchsucht? Hab ich? Was war denn da? Moment. Hä? Hey. Ich habe keine Ahnung, was ist. Mir auch egal. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Ich habe etwas Angst vor was auch immer jetzt kommt. Ich nehme erstmal die Pistole in die Hand, oder? Da habe ich nämlich 45 Schuss für. Ich glaube, das ist gut. Das könnte gut sein. Kann ich da rein? Nein, ich will da nicht lang. Ich traue dem Gebiet nämlich überhaupt nicht. Kann ich hier rein vielleicht, in diese Tür? Auf der Tür steht es, hier brauchen sie nicht so... Okay, gut. Anscheinend weißt du ja, wo was Wichtiges ist. Du Arschloch. Hier brauchen sie nicht... Hey, woher weißt du das alles? Du willst mich offensichtlich in diese Richtung hier führen. Oh, really? Ich muss genau auf diesen Millimeter draufschauen und da geht das? Das ist Bullshit. Der Aufzug wurde aktiviert. Wie toll. Vielen Dank. Toll. Ich habe 5-mal auf die Tür drauf geguckt. 5-mal auf dieses komische leuchtende Ding, aber es hat alles nicht funktioniert. Außer wenn ich auf diesen einen Millimeter drauf gucke. Oh, what the fuck bist du denn jetzt? What is that? Ist das... Okay, das Ding sieht aus wie Nemesis. Ein bisschen. What the fuck, Mann? Okay. Das passiert, wenn zu viele dieser komischen Viren auf einen Menschen drauf treffen. Dann werden zu diese komischen Monsterviechern, wie ihr vielleicht aus den älteren, aus den neueren Resident Evil Teilen mitbekommen habt. Okay, gut. Der sieht ziemlich fucking scheiße schwer. Ich bring mich nicht um. Ich habe nicht gespeichert. Ich konnte nicht speichern, weißt du? Bitte, please don't do shit to me. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen muss. Muss ich auf sein Herz schießen? Das ist ein komisch leuchtendes Herz. Ich habe Angst. Okay, was muss ich machen? Gibt es irgendeine Taktik für den? Gibt es irgendwas, was ich machen muss? Ich weiß es nicht. Ich renne einfach mal... Lieber erstmal... Oh Gott! Okay, komm. Ich renne einfach ein bisschen im Kreis, falls er irgendwas macht, was ich irgendwie... Ich weiß nicht, ob er irgendwas kann. Kannst du irgendwie springen oder irgendwas krass machen? Ich kann hinter dich laufen. Bringt das was? Was machst du da? Au! What the fuck? Bin ich tot? Nein, ich bin nicht tot. Wie viel Leben habe ich noch? Wie viel Leben habe ich? Wie viel Leben habe ich? Warnung. Das geht eigentlich noch. Das ist gar nicht so schlimm. Jetzt renn bitte weg. Wenn die Kamera sich nicht dauernd drehen würde, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist ein kleiner Raum. Holy shit, wie soll ich dem denn ausweichen? Wie soll ich dem ausweichen? Wie viel Leben hast du? Kritisch. Wie toll. Wow, 2 Gründe heilen mich nicht mal voll. Wie soll ich dem fucking ausweichen? Das ist lächerlich. Das geht nicht. Das geht nicht, Mann.
Okay, meine einzige Idee, was ich machen könnte, ist einfach den fucking Revolver immer die Magnum nehmen und ihm voll die Fresse ballen, die ganze Zeit. Komm. Ja, das killt mich halt. Ich kann den Scheiß halt nicht ausweichen, weil mich... Wenn die Steuerung nicht so fucking langsam wäre, würde es vielleicht gehen, weißt du? Okay, komm. Kann ich jetzt ausweichen? Ja, es geht halt. Fuck. Das Spiel ist Bullshit! Ich kann dem nicht ausweichen. Ich laufe weg, er springt trotzdem und schlägt dann einmal über die komplette Map drüber, damit ich... Oh, ich muss jetzt... Und oh, fuck off, bis gleich. So, Versuch 2. Ich freue mich sehr. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich gegen den machen soll. Ich habe im Guide steht einfach, dass man seinem Sprungangriff ausweichen soll. Vielen Dank für diesen Tipp. Das werde ich machen. Okay, komm, jetzt fang einfach. So, ich soll ihm einmal abballern. Jetzt soll ich irgendwie hinter ihn gehen, dann... Keine Ahnung, das bringt halt gar nichts. Oh! Oh, ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich glaube, ich kann nicht zu oft auf ihn schießen. Ich glaube, ich muss immer so ein bisschen warten, bis ich nochmal schießen kann. Hey, das klappt so. Klappt das so? Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt, aber er kriegt auf jeden Fall... Ich glaube, nur wenn die Animation kommt, kriegt er auch wirklich Schaden. Ey, du hast mich gar nicht getroffen, du Spasti! Jetzt lüg nicht rum! Ich weiß nicht, wie viel Munition habe ich noch im Revolver? 2 Schuss. Wow, das muss irgendwie klappen. Okay, nein. Okay, komm. Hopp! Das klappt halt überhaupt nicht. Mit dem Ausweichen. Manchmal klappt es, manchmal irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es sein soll. So, ich hatte ein bisschen den Pimmel geschossen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Wie viel Leben habe ich noch? Warnung, ich bin fast tot. Das ist schön. Okay, komm. So, ich habe die nochmal abgeballert, weil ich weiß nicht, warum nicht. Jetzt nehme ich die Pistole und hoffe einfach irgendwie, dass es klappt. Wahrscheinlich nicht. Jetzt renne ich aber im Kreis. Du hast mich nicht getroffen. Du hast mich nicht mal annähernd getroffen, du Spasti. Jetzt hör auf damit. Das ist Bullshit. So, jetzt weg hier. Ballern, ballern. Oh! Fuck you! Fuck you! Was hast du davon? Das war fucking knapp. Das war meine normale Pistole, die so gefühlt einen Schaden macht, während meine Magnum so 500 Schaden macht. Das war fucking knapp. Das war... Oh Gott. Okay, ich bin nicht mal halb tot, ne? Das war easy. Easy. Wirklich top. Ich weiß ja nicht, wie man den Typen ausweichen soll. Wie das gehen soll. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Aber I do not know. Es hat auf irgendeiner Form irgendwie hat es funktioniert. Das ist halt der Boss tot. Hoffe ich. Obwohl er halt auch nicht... Der ist nur hingefallen. Ich habe irgendwie Angst, dass der nochmal kommt. Okay, was kann ich hier jetzt machen? Ich bin im Fahrstuhl. I don't know. 3? Ich gehe mal zu 3. Ich weiß... Ach, ich bin 3. 4. Oder was ist denn... Was ist denn Ebene 1? Ich will mal gucken, was wohin führt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir damit in alte Gebiete zurückgehen, weil wir haben ein paar Sachen liegen gelassen. Vielleicht kann ich nochmal alles durchsuchen, ob ich irgendwo vielleicht noch was liegen gelassen habe, was ich möglicherweise nochmal brauchen könnte. Aber wir gucken erstmal, wo was hinführt. Vielleicht können wir... Moment, wo ist... Oh. Ist das wieder am Anfangsgebiet? Das ist halt wirklich im Anfangsgebiet, ne? Da ist Pistolenmunition. Ah, die habe ich das letzte Mal auch schon nicht gefunden, also lasse ich die einfach liegen. Hier ist ein Messer. Molotov-Cocktail. Ja, ich renne jetzt nicht wegen der Scheiße nochmal dahin. Also, nee, thank you. Okay, gut, aber interessant ist, wie wir zurückgehen könnten. Was ist bei 2? Vielleicht das Labor. Ich schätze mal, in Ebene 2 ist das Labor. Würde ich jetzt raten, ich weiß nicht. Oder das ist das nächste Gebiet, wo man, glaube ich, nicht mehr hin kann von da, wo wir jetzt sind. Dann gehen wir Ebene 2. Ebene 3 war das, wo wir eben waren. Das heißt, da gibt es absolut gar nichts. Ebene 4 ist dann vielleicht das letzte Kapitel oder so. Ich weiß nicht. I do not know. Me sorry. I am very sorry. I do not know. No. Me no. Okay. Wo bin ich? Oh. Dass wir da, wo wir eben waren. Das ist aber interessant. Okay, hier ist auf jeden Fall Munition für die Magnum, glaube ich. Die nehme ich mal mit. Bitte? Magnum-Munition mitnehmen. Ja. Was gibt's jetzt hier? Ich habe Angst, dass ich sterbe. Oh no! Please, stirb einfach. Ich will nicht gegen dich ver... Ich hab... Nein, bitte nicht. Das ist jetzt nicht dein Fakt. Dieses Spiel ist so kacke! Das gibt's nicht! Was sollte ich denn jetzt machen? Hätte ich jetzt Magnum-Munition für den fucking Hand? Ich meine, wenn er mich einmal schlägt, bin ich halt... Oh, ey. Ja, komm. Machen wir halt nochmal einen fucking... Resident. Toll! Macht Spaß.
toller Boss. Es geht doch, verdammt nochmal. Es ist echt... Okay, ich sammle ein paar Sachen ein und wir sehen uns dann irgendwann. Bis gleich. Okay, gut. Ich habe gerade noch eine schöne Kräutermischung eingesammelt, die am Ende von diesem Gang lag. Dann habe ich noch ein bisschen Munition gesammelt. Die liegt auch noch rum. Mit meinem Revolver habe ich jetzt noch 7 Schuss. Das ist gut. Jetzt kann ich meinen Revolver aus dem Magnum nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall in Level 4. Und schauen wir mal, was da oben unten. Ich glaube, es ist unten, ne? Ja, Level 1 war ganz oben, Level 4 müsste dann ganz unten sein. Ja, auf jeden Fall schon mal. Oh. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Rache, Rache. Alles klar. Ich habe wirklich super viel Angst. Ich hoffe, du machst nichts Böses. Ich hoffe, wir kriegen jetzt endlich mal unseren Billy wieder. Bei denen verfolgen wir jetzt schon wieder gefühlt eine Stunde. Und finden ihn einfach nicht, weil der keinen Bock mehr auf uns hat. Das ist echt ein Arschloch. Hey! Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Billy. Wir sehen ihn wieder für 5 Sekunden, dann wird er einfach runtergespült irgendwo anders hin. Wir sehen ihn nie wieder. So gehört sich das. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt einmal komplette Möglichkeiten, uns voll zu heilen. Wir haben 7 Schuss mit der Magnum und wir haben 40 Schuss mit der Pistole. Das ist alles eine sehr gute Kombination aus Umständen. Das finde ich sehr gut. Ich frage mich jetzt, was hier noch... nee, ich habe keinen Platz. Sorry. Kein Platz für diese Scheiße. Aber ich nehme mal lieber... Ach, ich habe die normale Pistole schon. Nein, ich würde gerade sagen, ich will nicht den Revolver in die Hand nehmen, falls ein normaler Gegner kommt. Weil das könnte ein bisschen zu viel sein. Damit können wir wahrscheinlich runterfahren. Und hier können wir nichts machen. Können wir da rein? Oh. Pistolen. Munition. Die nehme ich mit. Sehr gerne sogar. Gibt es sonst noch was? Oh, hier können wir speichern. Das mache ich doch gerne. Okay. Dafür lege ich kurz mal das hier auf den Boden. Und speichern wir mal kurz ab. Wir müssen nicht nochmal so weit laufen. Das wäre sehr schön. Kannst du bitte nehmen, was direkt vor dir liegt? Komm. Ja. Exakt. Das sollst du nehmen. Jetzt sollst du speichern. Jetzt... Dass man echt immer so genau winkelgenau auf die Stelle gucken muss, wo dieser Speicherpunkt ist, finde ich ein bisschen, naja, aber okay. Will ich nichts zu sagen. Das ist jetzt nun mal so. Hey, okay, gut. Das sah links so aus wie ein Rätsel mit diesen komischen Leuchtendingern. Da habe ich gerade ein bisschen Angst vor. Ich weiß nicht genau, was das hier ist, weil ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas draufdrücken. Ich hoffe einfach mal, dass nichts... Ah, ich habe keinen Platz, ne? Doch, habe ich? Nein, haben wir nicht. Ich dachte es mir schon. Okay, dafür können wir mal die Speicherdinger abwerfen. Vielleicht brauchen wir die nicht. Davon gibt es nämlich noch... Wir haben noch 2 übrig. Das heißt wahrscheinlich, dass wir von denen noch einige brauchen werden, schätze ich. Bin mir nicht sicher. Vielleicht kommen wir hier noch öfters hin. Okay, das sammeln wir jetzt ein, bitte. Und damit es nicht das Falsche ein. Vielen Dank. Das hat gut geklappt. Kannst du jetzt bitte einfach... Ja! Wirklich, dass sich perfekt immer in die Richtung drehen für den Gegenstand, den man haben will, ist echt nervig. Können wir jetzt irgendwas machen? Stromzufuhr für den Darmbereich. Punkt für Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln? Ja, okay, ich... Warte mal. Jeder bis zu 2 Punkte... Warte, was ist denn hier? Nee, das war falsch. Das war falsch. Jetzt nochmal von vorne. Ich muss also einen für ganz oben haben. Einen für ganz unten. Weil der bis zu 2 Punkte entfernt. Das heißt, wir müssen einen hier hinsetzen. Bis zu 2 Punkte entfernt. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Das macht den und den. Das macht den und den. Den, den. Ich überlege gerade. Wenn ich den hier mache. Der, der. Nee, das geht nicht. Also es muss der hier sein. Hey! Das sieht gut aus. Dann geht's einfach hier unten, stimmt's? Richtig? Hey! Ich hab's geschafft! Ich bin smart! Ich bin ein smarter Boy. Hey! Wow, das Gebiet ist groß. Das Gebiet sieht sehr groß aus und das finde ich nicht unbedingt gut. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall... Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Haha, ich frage mich zwar, welche Stromversorgungsquellen so aufgebaut sind, dass man einfach irgendwelche Knöpfe drücken muss. Hier Distanz, da richtig, fertig, 3 Knöpfe gedrückt und wir haben jetzt den kompletten Strom wiederhergestellt für dieses komplette Gebiet. Habe ich gut gemacht, ich weiß, dankeschön. Achso, wahrscheinlich brauchen wir Strom für diesen Fahrstuhl hier, ne?
Habe ich vorher gedacht. Das wusste ich vorher schon. Das wusste ich, meine Freunde. Okay, mal sehen, wo wir jetzt hier hinfahren. Ich hoffe mal, wir treffen Billy irgendwann mal wieder, weil ich schätze mal, der ist wichtig. Ich will mich nicht da unten... Oh, der Typ wird... Na, ist also klar. Oh, du ziehst in die falsche Richtung. Okay, der ist tot, schätze ich. Ich weiß nicht, wo ich gerade hinschieße. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas getroffen habe, mehr ehrlich zu sein. Oder ich habe einfach unglaublich viel Munition verschwendet. Kann auch sein. Geh weg. Okay, du bist tot. Dich auch noch. So, gut. Ach, du lebst noch. Natürlich lebst du noch. Jetzt bist du tot. Gehört sich doch. Genauso gehört sich das, meine Freunde. Einfach sterben, wenn ich das sage. Weil, wenn ich das sage, dann muss... Oh. Schon wieder? Ich finde jetzt ein bisschen komisch. Ich lege mal das Gewehr ab und kombiniere jetzt die beiden Sachen hier. Aber wir haben schon wieder was zum Heilen? Ist ein bisschen viel, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Das heißt, wir können zweimal komplett voll heilen. Heißt es, hier gibt es noch einen Bosskampf oder irgendwas in der Richtung? Das finde ich. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Kombinieren hier. Wir haben jetzt nämlich echt zweimal eine Kräutermischung. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich lasse jetzt einfach mal liegen. Das Gewehr. Weil ich habe gerade eh keine Gewehrmunition. Das Ding bringt mir eh nichts. Wenn ich Munition finde, renne ich halt zurück und hol mir das. I don't care. Wir haben nur noch 7 Schuss für die Magnum. Die ist stärker. Tut mir leid. Ist besser als du. Oh, fuck off. Nee. Gegen dich mache ich nichts. Tut mir leid, aber nee. Ich habe echt keinen Bock auf dich, Kumpel. Diese Tür hat keinen Griff. Ein richtiges Loch. Wie schön. Dann geh einfach mal hier rein. Gut. Diesem Schleimvieh werde ich für den Rest des Spiels ausweichen. Ich werde nicht gegen ihn kämpfen. Es tut mir leid. Wir haben zwar oben Benzin. Okay, im Notfall hole ich das Benzin und mache da jetzt einfach irgendwas. Ah, oh, hier ist noch mehr davon. Okay, ja, wir werden wahrscheinlich was machen müssen, ne? Wait, Gewehr? Wo die... Ach, da liegt das, okay. Okay, kann ich die aus dem Weg gehen? Oder muss ich die bekämpfen? Das ist halt so gerade meine Frage. Ich glaube, die kann ich aus dem Weg gehen. Ist hier sonst noch irgendwas zum Einsammeln? Können wir Flipper spielen? So einen Flipper-Automaten habe ich noch nie gesehen. Leider ist der kaputt. Ja, leider ist auch ein Zombie in dem gleichen Raum wie du und deswegen kannst du sowieso nicht viel machen. Das tut mir leid. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil ich glaube, Flipper spielen ist nicht die beste Lösung deiner Probleme in deiner aktuellen Situation, während Zombies in deiner Umgebung sind und da möglicherweise deine Gedärme verspeisen möchten. Ist ja nicht gut. Kann ich hiermit irgendwas machen? Der steht so dämlich im Weg. Ich glaube, ich muss ihn irgendwie weg... Ja, da muss eine Batterie rein. Ich sehe schon. Toll. Ich lasse erstmal liegen. Ich könnte mich jetzt dreimal voll heilen. Was ist mit diesem Gebiet? Geht denn davon aus, dass ich jeden Gegner bekämpfe? Weil das tue ich nicht. Es tut mir leid, aber das tue ich nicht. Und das werde ich auch nicht tun. Gewehrmunition. Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich verarschen, ihr doofen Köpfe. Kann ich irgendwas machen? Kann ich runterspringen? Dumme Idee. Hör nicht auf mich. Ich gebe dir nur dumme Ratschläge. Es tut mir leid. Kann ich hier drauf? Ich kann den Knopf drücken. Diese Steuerung regelt das ein. Voll. I don't know. Ist das richtig? Ist das falsch? Das Wasser sieht ziemlich nice aus, muss ich übrigens sagen. Ich weiß, dass alles vorgerendert ist und nicht wirklich Spielgrafik ist, aber es sieht nett aus. Okay, vielleicht kann ich jetzt hier drüber springen. Kann ich? Das ist dein Ernst. Mädchen. Oh. Okay. Sie kann offensichtlich nicht einen halben Meter springen. Ich respektiere das. Ich kann es verstehen. Du dumme Schlampe. Könntest auch einfach mal ein bisschen... Hey, ich bin über irgendwelche komischen Viecher drüber gerannt. Das... Oh, ich laufe die alle kaputt. Ist mir egal, ich mag die nicht. Tut mir leid, die müssen alle... Fuck off. Fuck off. Scheiß Viecher. Okay, da liegen zwei einfach auf dem Boden. Die lasse ich einfach in Ruhe. Die sind mir egal. Die mache ich auch noch kaputt. Kann ich hier irgendwie rein? Reservoir Rooms. Ich weiß nicht, was da drin ist. Kann ich hier runter lang? Nee, ich kann nur da rein. Ist der einzige Weg, wo ich lang kann. Oben gibt es nochmal Heilung und ein Gewehr. Das merke ich mir. Im Notfall gehe ich einfach nochmal hoch. Weil ich glaube, er hat noch ziemlich viele freie Inventarplätze aktuell. Weil ich ihr alles gegeben habe. Oh. Billy! Warum auch immer er da hingespült wurde. Don't know. Rebecca, where am tot. I? You're safe, Nein. Are you okay? Tut mir leid, aber es ist weit entfernt davon, sicher zu sein, wo ihr gerade seid. Ich wollte es... Ja, okay, whatever. Was siehst du da? Ein Seil? Wow. What could have done Monster. They must have been used as test subjects in Marcus's research. Naja, come on, das hättest du jetzt nicht wissen können. He must have kept messing around with the mother virus. Wie kommst du jetzt darauf? Die hätten doch einfach nur hier unten verhungert sein können, theoretisch.
Okay, du hast Flashbacks in alten Zeiten, kann ich verstehen, aber was hast du für Waffen dabei? Das frage ich mich gerade eher. Warum haben wir so unglaublich viel Ausrüstung? Das ist echt heftig. Okay, austauschen. Magnum. Dann tauschen wir das hier noch mit der hier. Und ich rüste jetzt die aus. Wir haben halt voll viel Ausrüstung gerade. Wir haben alles irgendwie. Es ist halt... Ich weiß nicht. Nee. So. Machen wir mal so. So ist okay. Okay. Ich könnte noch ein paar Molotov-Cocktails bauen, fällt mir gerade auf. Das merke ich gerade. Ich könnte aber auch... Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe so viele Sachen gerade. Ich behalte einfach mal alles so, wie es ist. Das ist in Ordnung. Alles tutti frutti. Wir laufen einfach mal weiter und schauen, was als nächstes alles auf uns wartet. Wo kann ich denn jetzt langlaufen? Ich weiß ja nicht, von wo ich gekommen bin. Bin ich von hier gekommen? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das war traurig. Kann ich da drauf drücken? Nein, kann ich nicht. Von da bin ich gekommen. Das heißt, ich kann jetzt hier runter. Ah, nee, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, was ich machen muss. Es ist logisch. Haha. Ich muss wahrscheinlich in diesen Raum mit den Kisten gehen. Und in irgendeiner Form die Kisten einfach so anordnen, dass ich da durchlaufen kann. Oder drüber laufen kann, meine ich. Weil ich meine, er kann die Kisten verschieben, sie wahrscheinlich nicht. Kannst du bitte hochlaufen, nicht dumm? Dankeschön. Okay. Auf jeden Fall hat er mehr Leben als sie, was sehr gut ist. Wäre vielleicht auch bei dem Bosskampf gegen diesen komischen... War es ein Tyrant? Ich glaube, es war ein Tyrant. Ich kenne mich nicht so mit Resident Evil aus, aber ich glaube, es war ein Tyrant. Ich glaube, die heißen so, wenn die so mutiert sind. So. Okay, ich nehme jetzt dich. Ah, ne, ich nehme erstmal den Kumpel. Lass dich hier stehen, wenn du nutzlos bist. Dankeschön. Jetzt frage ich mich halt, wie komme ich hier runter? Ich muss irgendwo einen Weg runtergeben, ne? Ja, hier. Wie schön. Gehen wir hier mal runter. Kannst du bitte... Dankeschön. Okay, ich schätze mal, wir brauchen dieses Drehding, um die eine Tür aufzumachen, die da vorhin war. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss hier drüber. Und das Ding an die Seite schieben, stimmt's? Schätze ich mal. Kannst du das verschieben? Ja, kann ich. Okay, jetzt muss ich noch hier in die Ecke... Was nicht geht. Wie schön. Da muss ich einfach die in die andere Richtung verschieben. Das ist auch gut. Aber wo muss ich denn danach lang? Das ist jetzt gerade so meine Frage. Wo muss ich hier nach lang? Kann ich das auch ein bisschen verschieben? Also nicht komplett, sondern nur so halbes? Na. Ach. Müsste ich nicht jedes Mal eine Taste drücken, um hoch und runter zu klettern, wäre es nicht annähernd so anstrengend. Ich wollte es nur gesagt haben. Das Ding kann ich nicht verschieben. Really? Die kann ich nicht verschieben. Warum kann ich das nicht verschieben? Kann ich... Okay, ich habe eine andere Idee. Ich kletter hier drauf. Ja, und... Und spring dann hier runter. Das geht nicht. Okay, dann muss das irgendwie geklappt haben. Das muss reichen, irgendwie. Oder ich kann auch einfach... Andere Idee? Spring da runter. Ich kletter auf die blaue Kiste drauf. Und lass das Wasser hochgehen, während ich hier drauf stehe. Das wäre doch mal eine gute Idee. So, welche Seite muss ich jetzt anmachen? Ich weiß nicht. Die Steuerungsregel... voll? Das ist hier zu gefährlich. Nein, das ist nicht zu gefährlich. Warum ist das hier zu Das ist Wasser! Es ist verdammt nochmal Wasser! Das ist nicht gefährlich! Stell dich nicht so an, Mädchen! Kann ich hier echt nicht verschieben hier? Oh, Alter. Wäre vielleicht smart, wenn es eine andere Taste zum Draufklettern geben würde, als zum Verschieben. Ich weiß, Verschieben ist eigentlich gedrückt halten, aber es klappt halt nicht immer. Wie ihr gerade seht. Ich kann auch nicht auf die Leiter drauf, wenn ich... Es war so klar. Also muss ich hier runterklettern. Dann hier drauf. Ich weiß nicht, warum ich die nicht verschieben kann. Ich verstehe es ehrlich gesagt. Echt überhaupt nicht. Aber es geht offensichtlich nicht. So. Was passiert, wenn ich es nur rechts mache? Nach rechts? Oh Gott. Ich verstehe das Problem. Okay, was ist, wenn ich jetzt nach links drücke? Habe ich gerade... Was passiert hier? Okay, wir sehen uns gleich wieder, nachdem ich das hier irgendwie gelöst habe. Ohne Scheiß, der letzte Schritt hier, der ist einfach nur unnötig. Der ist einfach nur da, um den Spieler nochmal ein letztes Mal abzufacken, wenn er schon längst gerafft hat, was er machen muss. Und zwar diese scheiß Kisten nebeneinander stellen, aber... Dass ich jetzt noch einmal das Ding umdrehen muss, um einfach den Platz zu haben, ist es schon ein bisschen unnötig nervig, weißt du? Ich muss perfekt richtig stellen. Ich bin ein Perfektionist. Okay, gut, wir haben es jetzt geschafft nach Ewigkeit. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, ich muss diese Metallkiste... hier auf dieses Teil draufstellen, damit das Wasser nicht ablaufen kann, weil vielleicht sonst das Wasser nicht hoch genug geht oder irgendwas in die Richtung, aber anscheinend ist es völlig scheißegal. Das muss man nicht machen. Wie interessant. So, jetzt drückst du nochmal hier drauf. Meinst du nicht, dass ich mittlerweile nicht weiß, was das bringt? Meinst du nicht, dass ich das mittlerweile nicht möglicherweise wissen würde? Weißt du? Ich würde schon gesagt haben. Hätte sein können, dass man dich daran erinnern muss. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall durch. Das ist... Fuck.
Gucken, finally. Hast du noch Platz im Inventar? Ja, haben wir. Das ist schön. Das ist sehr schön. Hier kann ich jetzt drüber laufen. Flop, 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 flop. Und jetzt sammeln wir hier das Ding ein. Ich weiß nicht mal, wofür wir das brauchen. Das brauchen wir wahrscheinlich für diesen Schleimgegner da. Ich hoffe echt, dass wir... Wenn ich jetzt sterbe, ich weine. Ich meine es ernst, ich weine. Wenn ich jetzt sterbe, dann gebe ich auf. Dann spiele ich das Spiel nicht wieder weiter. Also okay. Okay, habe ich jetzt... ich habe genug Kram dabei eigentlich. Ich kann sogar speichern. Wir haben sogar einen Speicherteil dabei. Das heißt, ich muss gleich nicht super nervig nochmal die ganzen Sachen austauschen oder so. Was gut ist. Scheiß Haar im Mund. Gar nicht nervig. Nein. Das ist nicht nervig. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube es. Ich bin nicht genau sicher. Ist ein Gegner? Falsche Seite. Oder? Ich glaube, es ist die falsche Seite, wo ich bin. Muss mal nachgucken. Aber es gab ja diesen einen Zwischengang irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Es gibt wie viele Ebenen? 9? Wow. Wie verdammt viele... Wollt ihr mich verarschen? Wie viele Ebenen gibt es hier denn? Das ist ja schrecklich. Okay, Wo war ich jetzt gerade? Ich bin von da oben gerade rausgekommen. Und ich könnte da unten mal... Da unten ist... ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Ich glaube, es ist die falsche Richtung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Deswegen suche ich jetzt einfach ein bisschen. Bis gleich. Nope. Nope, 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 und nochmal nope, nope. Ich weiß, ob es irgendwas gebracht hat, ich hoffe, es hat irgendwas gebracht. Bitte sag mir, du bist nicht tot. Kritisch. Das ist nicht so gut. Okay, ich muss jetzt zu ihr wechseln, ich darf auf keinen Fall sterben. Wechsel, wechsel, heilen. Perfekt, okay, so. Thank God. Ich dachte schon, ich verrecke jetzt irgendwie oder so, weil das wäre jetzt echt lächerlich gewesen. Flop, 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 flop. Wow, du stirbst. Bitte, ich stirb jetzt einfach nicht. Okay, du stirbst, Mann, ich raste aus. Ich weine. Okay, du bist auch fast tot. Das ist auch toll. Wäre halt schön, wenn du einfach mal deine Waffe in die Hand genommen hättest. Du Vollidiot. Kannst einfach sterben, bitte. Komm, Alter, das ist, hör auf. Das ist, hör auf. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn ich jetzt sterbe, weine ich einfach. Nein, du stirbst mir nicht. Alter, wie viel Leben hat... Okay, jetzt raus. Raus, 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 raus. Weil der explodiert jetzt. Dann bin ich... Alter, wie viel Leben habe ich gerade verloren? Das ist doch lächerlich. Ich muss 2 fucking Heil-Items nehmen, weil der einfach nicht gestorben ist nach 3 Molotovs. Nee, sicher nicht. So, du kommst jetzt mit. Wie viel Leben habt ihr beide? Ihr seid beide fast tot. Das ist toll. Okay, kann ich jetzt irgendwas rüber droppen? Weil ich muss gleich nochmal dieses Medizin-Ding hier bauen. Das ist sehr wichtig. So, austauschen. Gebe ich dir. Natürlich, ja, ach, sei nicht so dumm. Nimm einfach Dankeschön. So, jetzt kommst du mit. Komm mit. Komm mit. Hier ging es runter. Genau, und hier unten machen wir jetzt nochmal... Ach komm, bis gleich. Wir sehen uns. Wie schön. Wir sind angekommen, können jetzt dieses Teil da reinstopfen. Yay! Ich habe keine Ahnung, was auf uns wartet, aber ich hoffe mal irgendwas Gutes. Okay, du brauchst ziemlich lange dafür. Wir mussten die ernsthaft die komplette Animation dafür einbauen, wie er da rumdreht. Das Spiel lässt sich gerne... Aber jetzt dauert es nicht so lange, ja? Jetzt kannst du es ganz locker umdrehen, natürlich. In den Zwischensequenzen geht es schneller als im richtigen Spiel. Das ist nur... Ach nee. Das klingt nach Hunter. Was nach Hunter klingt, wird umgemagnet. Gemagnet. Nope. Ach, was sind das denn für... Das sind andere Viecher. Ich weiß nicht, was das sind, aber das sind andere Viecher und die werden mit einer normalen Pistole erledigt. Stimmt's? Das machen wir jetzt. Okay, die scheinen nicht so nicht viel auszuhalten, muss ich jetzt sagen. Ach, die leben noch. Na toll. Okay, jetzt Idee hier noch. Kommt, 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 kommt. Ihr seid alle tot. Wie schön. Du jetzt auch noch. Alter, wie viel halten die aus? Ohne Scheiß, wie viel halten die aus? Jetzt ist langsam ein bisschen gruselig hier. Alle tot? Ich glaube, es sind alle tot. Wie viel Munition habe ich noch für die Pistole? 19 und sie hat noch 11. Sollte reichen. Sollte reichen für den Rest des Spiels, wo noch gefühlt 15 Bossfights kommen oder so. Kannst du bitte nicht im Weg stehen? Du, ach, du lebst noch. Jetzt bist du tot. Wundervoll. Wie man in ihr sieht, wenn sie zielt, leben die Gegner noch. Und wenn nicht, dann sind die halt schon tot. Da kann ich wahrscheinlich hochklettern. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, hier geht's weiter. Da ist eine Tür. Okay, was gibt's hier? Ich kann einmal hochklettern und einmal durch diese Tür laufen. Ich schaue jetzt erstmal, was hier hinter der Tür ist. Und danach klettern wir mal die Leiter hoch und schauen, was es da Schönes gibt. Ja, ja. Oh, nee. Nee, 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 nee. Sorry, dafür muss der Revolver genommen werden. Ach, das Magnum, same shit. Okay, komm. So, beide tot. Wundervoll. Nee, die machen zu viel Schaden, wenn die rankommen. Das ist lächerlich heftig. Ihr habt es gesehen.
Ihr habt's miterlebt. Ich bin öfters an denen gestorben. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Okay, Scheißviecher, ey. Das sind echt mein absoluter Hassgegner. Nee, mein Hassgegner sind diese komischen Leech. Ich glaube, Leechman heißen diese Schleimviecher. Die hasse ich über alles. Speichern. Speichern. Farbband mitnehmen? Nein, sie hat nämlich noch eins dabei. Deswegen nimmt sie das mit. Dann können wir Platz sparen. Platz sparen ist immer gut. Komm, 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 komm. Dankeschön. Das nimmst du jetzt mit. Aber bevor wir jetzt... Das ist halt dabei. Wir nehmen jetzt mal die ganzen Items, die auf dem Boden liegen, bevor wir abspeichern. Damit wir es nicht nochmal einsammeln müssen, falls wir sterben. Ich denke nämlich für die Zukunft mit. Ja, ich bin ein smarter Mann. Ist noch irgendwas zum Einsammeln? Okay, das riecht halt extrem nach Bossfight, muss ich sagen. Nach den ganzen Gegenständen, die rumliegen. Da müssen wir wahrscheinlich als nächstes rein. Aber ich nehme jetzt erstmal... einen Heilspray für uns. Glaube ich. Habe ich jetzt noch Platz? Nein, natürlich nicht. Okay, dann geben wir ihm das hier. Okay, dann hat jeder zwei Gegenstände zum Vollheilen. Weil da können wir aber auch noch das hier nehmen. Oh, komm. So, und das dann kombinieren, damit wir noch einen Platz sparen können. Plätze sind wichtig. Ja. Okay, jetzt halt die Frage, ob das reicht, was wir alles haben. Ich kann das hier noch einmal austauschen. Ne, er hat noch Magnum-Munition. Sollte eigentlich reichen. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. I don't care. Wir haben noch viermal was zu speichern und zweimal vollhealen für beide Charaktere und eine Notiz liegt darum. Und wir haben ziemlich viel Munition für einen Granatwerfer. Ich glaube, ich hole den gleich mal. Ich weiß nicht mehr, wo der lag, aber irgendwo habe ich den liegen gelassen. Oh, mehrere Stellen sind blutverschmiert. Dann liest das bitte mal durch, was auch immer da gerade liegt. Ah, hier. Info zur Batteriesäure. Batteriesäure. Diese Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Muss ich jetzt ernsthaft Schwefel herstellen? Das habe ich ganz am Anfang mal gelernt. Das war rot und blau. Okay, beide müssen von hoher Reinheit sein. Im aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1082, bla 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 bla, rein in der Batteriesäure. Achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Verdünnte Schwefelsäure, das heißt, ich muss einen Verdünner und Schwefelsäure bauen. Das wird kompliziert. Das wird fucking kompliziert. Das heißt, ich muss einmal rot mit blau mischen und einmal grün und rot. Ich hole jetzt erstmal den Granatwerfer, bis gleich. Okay, ich habe meinen Granatwerfer und zwei Heilsachen, meine Pistole mit 31 Schuss, sie hatten die Magnum mit 4 Schuss, zwei Heilsachen und 39 Schuss plus 7 Schuss fürs Gewehr, was... Das liegt irgendwo anders, mir ist auch egal. Wir gehen jetzt einfach in den nächsten Raum und schauen einfach mal, was da jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung und ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt einfach sterben könnte. Weil wenn ich jetzt einfach sterbe, dann wein... Okay, ich speichere vorher nochmal ab, bis gleich. Ich habe jetzt nochmal was nachgelesen, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas falsch mache und irgendwas vergesse und dann irgendwie, was weiß ich, weil... I don't care, auf jeden Fall müssen wir hier... noch auf jeden Fall die Leiter hochgehen, bevor wir weitergehen. Das hätte ich nämlich sonst nicht gemacht, weil ich fucking retarded bin. Aber auf dieser Leiter gibt es anscheinend einen dieser Chemikalien, die wir brauchen. Weil ich habe mir ja schon gedacht, dass wir Schwefelsäure mit irgendwas mixen müssen oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es das hier oben, wenn wir diese Leiter hochklettern, die wir vorhin schon gesehen haben. Wo ich mir dachte, möglicherweise müssen wir langlaufen. Aber ich habe es dann sogar fast nochmal vergessen. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier hoch und schauen, was es da oben gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es diese Chemikalie hier oben gibt, die wir in unser Mischset reingehen müssen. Dann später wahrscheinlich mit irgendeiner anderen Chemikalie mixen müssen, die wir irgendwo anders finden. I don't know, wir haben noch... Gegner? Zwei grüne Kräuter? Noch mehr? Warum gibt es so viele Kräuter hier? Ich meine, ich habe ja schon super viele. Bist du tot? Ich glaube, du bist nicht tot, oder? Ich habe keine Munition mehr mit dir, merke ich gerade. Bist du dumm? Hast du gerade ernsthaft? Du Spasti. Warum? Okay. Nimm bitte diese Pistole. Und nicht den Granatwerfer, den wir auf jeden Fall nochmal brauchen werden. Du dummer Vollidiot. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Hahaha. Oh Gott, wir haben echt... ich fühle mich so dumm. Dieser Spasti. Wie doof kannst du sein? Oh, hier ist die Chemikalie, die wir brauchen. Sehr gut. Komm. Mix das da rein. Ja. Ins Mischset geben? Ja. Wurde Chemikalie ins Mischset gegeben? Ja. Das haben wir getan. Das ist Notiz, die wir lesen können. Was immer da drin ist. Untersuchungsbericht 2. Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als begangen hätte niemand erwartet, dass zu solch einer Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sich ja auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter, unsere Kameraden, müssen noch da sein. Wie auch immer, darum muss ich mir nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder einen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir bevor. Okay. Ja. Warum heißt auch ausgerechnet der Hauptfeind hier, genau wie ich, Markus? Das ist ein bisschen komisch. Wenn wir hier zum Beispiel... Okay, damit kann ich nichts machen. Aber hier ist halt noch zweimal was Grünes. Wisst ihr was? Ich nehme die einfach beide. Also ich benutze die einfach jetzt beide direkt. Komm, verwenden. Verwenden. Hier ist halt voll geheilt. Das mache ich jetzt mit ihm einfach nochmal ganz genauso. Komm her. Nimm. Verwenden.
verwenden. Jetzt sind halt beide noch vollgehalt und haben zwei Heil-Items. Das ist perfekt eigentlich. Ich meine, ich hätte mit denen eh gerade nichts machen können, weil ich schon alles gemixt habe. Aber jetzt habe ich halt einmal dieses rote Zeug in meinem Mischzeit. Beide haben volles Leben, beide haben zwei Heil-Items. Wir haben noch 5 Granaten für unseren Granatwerfer. 4 Schuss mit der Magnum und ziemlich viel Pistolenmunition. Und noch Gewehrmunition, aber ich kann das Gewehr nicht mitnehmen. Schaut mal, ich habe... Wie soll ich jetzt noch ein Gewehr mitnehmen? Wie stellen die sich das jetzt vor? Wie soll das jetzt funktionieren? Ich merke gerade, ich kann so super schnell den Charakter wechseln. Es geht einfach viel schneller. Das sollte ich vielleicht öfters mal machen. Lol. Okay. 3 Heil-Items, bla bla bla. Ich könnte theoretisch mit ihr... Warten mal. Ich könnte theoretisch die Schrotflinte... Ach komm, ich mach's hier. Komm, ich werfe jetzt kurz das hier auf den Boden. Und hole jetzt nochmal die Schrotflinte mit ihr. Bis gleich. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich hab kein... Nee, ich mach's nicht. Ich habe gerade geguckt, wo die Schrotflinte ist und die ist am Arsch der Welt und da gehe ich nicht... No, not gonna happen. Tut mir leid. Mache ich nicht. Ich nehme jetzt mit ihr einfach ein Magnum. Nee, normale Pistole. Ich habe Angst, dass... Ich gebe die normale Pistole, wechsle zu ihm, weil ich habe Angst, dass sie einfach ihre beschissenen Waffen aus Fun abschießen und dann... Oh, really? Komm, schieß drauf. Dankeschön. Das musste jetzt sein, ne? Du musst jetzt einfach noch ein nerviger Arsch sein. Ey, ist Pistolenmunition. Also hat es sich doch gelohnt, dass wir nochmal angelaufen sind und ich noch ein bisschen Schaden bekommen habe. Ich habe keinen Schaden bekommen. Sehr gut. Ich will auch nur, dass er angegriffen wird, weil er hält irgendwie gefühlt 5-mal so viel aus wie sie, weil sie eine fucking Pussy ist. Und er verstirbt, nachdem irgendein Riesenmonster 5-mal mit seinem gigantischen Schwert durch ihren Körper durchschlägt. Da stirbt sie einfach. Was ist denn los mit der? Kann die sich nicht mal zusammenreißen? Ist ja echt peinlich. Okay. Let's go. Schauen wir mal, was hier hinter ist. Ich habe nämlich das Gefühl, hier ist nochmal ein Bossfight oder irgendwas in der Richtung. Möglicherweise auch der letzte Bossfight im Spiel? Ich weiß nicht. Weil das ist der Verbrennungsraum mehr oder weniger, stand da drauf. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst vor diesem Raum. Ich weiß nicht, was hier drin gibt. Hey, hier sind Schleimviecher. Das sieht nicht gut aus. Ich meine, wir sind im letzten Kapitel. Wir sind, glaube ich, kurz vom Ende. So viel kann nicht mehr auf uns warten. Ah, nee, wir müssen ja noch diese ganze Säure-Scheiße machen. Also wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Schätzungsweise. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Ich mache einfach alle von denen kaputt. Das fühlt sich so gut an. Kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich nicht. Die Kanalisation fließt über. Das ist schön. Okay, was ist in diesem Raum drin? Eine gute Frage. Auf jeden Fall müssen wir noch ein paar Chemikalien einsammeln und dann ist das letzte Rätsel wahrscheinlich zu lösen. Dann kommt vielleicht der Boss. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt noch gibt hier. Ich weiß es ja auch nicht, was noch alles auf uns wartet. Wir werden es aber alle sehen. Wo bin ich eigentlich gerade? In welchem Gebiet? Das würde ich gerne mal sehen. Wow, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Absolut keine Ahnung. Wir kommen gleich in irgendeinen neuen Raum rein. Können wir schauen, was da drin gibt. Komm, mach auf. Mach auf die Kacke. Mach auf, komm. Schau einfach mal nach, was es da drin Schönes gibt. Man kann sich ja mal ein wenig umschauen. Was gibt's jetzt? Das ist ein relativ großer Raum, glaube ich, oder? Oh, Cutscene. Okay, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, was hier ist, aber das klingt nach bösen Gegnern. Deswegen gucke ich einfach mal nach. Was ist hier? Ich sehe nichts. Oh, hi. Kannst du nicht dumm sein, Arschloch? Einfach nicht nervig. Okay, du bist tot, glaube ich. Habe ich noch Munition? Okay, die halten echt nicht viel aus, die Viecher. Aber es sind viele von denen, deswegen habe ich ein bisschen Angst. Ich muss vielleicht ein bisschen Munition von ihnen nehmen. Das ist nochmal Gewehrmunition. Das ist halt voll kack, dass ich das scheiß Gewehr nicht mehr habe. Das wäre jetzt halt sehr praktisch. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Okay, kannst du bitte mitkommen? Oh, really? Okay, dann wechsle ich zu ihr. Komm, kick die weg. Jetzt baller rein. Baller drauf. Baller. Baller. Komm, geh weg. Ich wollte doch gerade ausweichen. Warum ist die so langsam und dumm? Diese dumme Scheiß-Bitch. Komm. Bist du jetzt tot? Du bist tot. Okay, wie viel Munition habe ich noch? Ich muss nämlich ihm noch ein bisschen unbedingt ein bisschen... Wir sind beide fast... Wie konnte das denn jetzt geschehen, Alter? Egal, komm, hier. Hä? Ach so. Ja. 30. 30 klingt fair, finde ich. Okay, beide können sich zweimal heilen. Das ist schon irgendwie in Ordnung. Das wird schon alles. Das wird schon alles werden, meine Freundin. Komm. Kein Problem. Hier ist noch ein bisschen Gewehrmunition, die keiner von uns gebrauchen kann, weil wir kein fucking Gewehr dabei haben. Wie schön. Ist ja mit etwa. Können wir da jetzt runter? Ja, können wir. Ich hoffe nur, dass sie jetzt dabei ist, weil sie gerade nicht neben mir gestanden, als ich drauf gedrückt habe. Aber ich vertraue dem Spiel mal, dass es nicht dumm ist. Alter. Spiel. Musste das sein? Egal. Wir sind jetzt wieder zusammen. Für immer und ewig. Ich freue mich sehr. Wo kann ich jetzt langlaufen? Ich kann in den Raum da rein. Oder ich kann hier im Kreis laufen. Oh. Sieht nicht gut aus. Was passiert? Oh, nee. Really? Der Spasti wieder? Das muss jetzt echt sein? Das musste jetzt echt sein, dass der Spasti wieder kommt, ja? Okay. Gut, aber ich hab genug zum Heilen. Das sollte schon irgendwie klappen. Ich gebe ihr jetzt den Revolver, schätze ich. Oder nehme den Raketenwerfer. Ich weiß nicht genau, weil der Typ kann ja irgendwie nur einmal alle paar Sekunden Schaden bekommen. Also komm, fuck it. Ich nehme das Ding.
und spast ihn voll. Wow, das hat viel Damage gemacht. Oh, du dumme Scheiß-Bitch. Okay, gut, ich muss sie heilen, weil sie fucking nochmal fast tot ist, wetten. Ja. Heil dich einfach mal voll vielleicht. Das wäre sehr praktisch. Komm her. Oh. Ist das kacke alles. Okay, komm. Bitte nicht sterben. Ich habe jetzt echt keinen Nerv dazu. Jetzt ist er fast tot. Okay, halt du dich jetzt voll. Okay, ich gebe ihr jetzt den Revolver und baller ihm in den Rücken. Komm. Wow, das hat viel geklappt, Balls auf einmal zu machen. Komm einfach her. Das klappt nicht, wenn du die ganze Zeit auf ihn ballerst, du dummer Spasti. Oder? Ich glaube nicht, dass das klappt. Das klappt überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Ich glaube nicht, dass es klappt. Deswegen rennen wir einfach weg. Laufen weg, habe ich gesagt. Wir laufen weg, habe ich gesagt. Baller nochmal. Okay, er ist fast tot. Oder auch nicht. Er wurde gerade erwischt, hat trotzdem volles Leben. Das ist gut, ich heile mich voll, ist mir egal. Ich will einfach... Nein, Moment, ich brauche die andere Waffe. Ich habe keine Munition mehr. Nicht gut. So, dann müssen wir ihn auch noch wechseln, müssen ihm auch noch die richtige Waffe... Ausrüsten nicht möglich. Natürlich ist das möglich, das stelle ich nicht so an, komm. Gut, dann nehmen wir ihn, weichen kurz aus. Okay, oder ein letzter Schuss, der hat dann auch gereicht. Am Ende des Wahnsinns, ich habe Erfolg dafür bekommen, dass er diesen Spaß jetzt umgelegt. Komm, schieb ihn weg. Okay, gut. Die ganze Raketenmunition haben wir einfach gewastet, weil die KI denkt, ich schieße permanent auf den und er würde schon irgendwie klappen. Hat nicht geklappt. Schade. Ich dachte, das würde klappen. Aber nein, es hat nicht geklappt. Was soll man da nur machen? Egal, wir sind jetzt im nächsten Raum, wo es keine Ahnung was gibt. Wo sind wir? Wo sind wir? Der war gerade irgendwie gar nicht so schwer, obwohl ich mich ziemlich kacke angestellt habe, muss ich sagen. Hey! Was soll ich damit anfangen? Ich meine, ja. Okay, ich gebe dir einfach mal ihr. Sie kann es möglicherweise später mit irgendwas mixen. Kann sie ja theoretisch machen. Das wäre schön. Ich glaube, ich muss da unten... Obwohl, kann ich ja trotzdem durchlaufen? Ich überlege, ob ich da unten durchlaufen kann. Ich glaube nämlich nicht. Vielleicht doch. Ich weiß ja nicht. Einfach mal probieren. Der Typ kann alles. Komm her. Du kannst alles. Vertrau dir. Was? Durch das rauschende Wasser deine Mutter? Ja, deswegen sollst du da auch durchlaufen. Du kannst dich an der Seite festhalten, weißt du? Es ist nicht so schlimm. Egal, gut, dann machst du das nicht. Dann gehen wir mal zurück und suchen irgendwo nach einem Ventil oder sowas, damit wir das Wasser abdrehen können. Ich weiß es ja auch nicht. Irgendwas müssen wir finden. Irgendwas, ich weiß nicht was, aber irgendwas werden wir suchen müssen. Komm, hier wird es irgendwas geben. Kann ich irgendwas drehen? Ventil, dann brauchen sie nicht zu befassen. Ja doch, du solltest doch vielleicht dran rumspielen. Oh, hier ist ein Knopf. Sollen wir den drücken? Da ist ein Knopf. Drücken? Ja. Natürlich bringt genau... Oh. Interessant. Gehen wir da mal hoch. Ja, das machen wir. Ich wette, die Frau ist uns nicht gefolgt, weil sie doof ist. Und wetten, ich esse in der Zeit einen Chip. Ich esse eins Chip. Eins Baby-Chip. Ah, sie ist mitgekommen. Vielen Dank, du bist nicht dumm. Ich weiß nicht, was das da ist. Aber ich habe Platz, deswegen nehme ich das mal mit. Systemplatine. Die werden wir für, ich weiß nicht was, irgendwas brauchen. Okay, ich habe keine Ahnung. Für irgendwas werden wir das brauchen. 100 Pro. Ich weiß aber echt nicht für was. Don't care. Mir egal. Wir haben jetzt eine Systemplatine, die... Hey, was machen wir jetzt mit der? Für was brauchen wir die? Hä? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich schätze, ich suche jetzt einfach mal, ja? Ah! Hier ist was. Kann ich das da reinstopfen? Nein, das wollte ich nehmen. Ich würde das hier nehmen. Ach. Ich wette, es funktioniert da. Ich habe mir gerade nicht richtig reingeguckt. Beim Wetten. So, hier. Ja, da brauchen wir was. Systemplatine fehlt. Verdammt. Wenn wir die nur dabei hätten, wäre das ja sehr praktisch. Hey, wir haben sie dabei. Wow. Das ist Wahnsinn. Das ist echt toll. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das da war. Für eine. Was mache ich da jetzt gerade genau? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich habe irgendwas rumgeschoben. Wow. Hä? Was bringt mir das jetzt? Stand das irgendwo im Weg? Kann ich hier rein? Eine kleine Gondel. Rebecca würde sicher... Na gut. Dann gebe ich ihr ein bisschen Ausrüstung. Was kannst du denn Schönes gebrauchen? Komm, schauen wir mal. Du hast Heilkram, du hast Mund. Okay, du hast eigentlich alles, was du brauchst, also heul nicht rum. Du gehst jetzt alleine da rein und wir schauen mal, wohin dich das führen wird. Los. Rein da. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich habe absolut keine Ahnung. Muss ich jetzt nochmal drücken? Eine kleine Gondel. Rick, ja. Ja, natürlich eins. Sonst würde ich dich doch nicht auswählen und dann nochmal drauf drücken, du dumme Kuh. Komm. Wofür? Das ist eher eine Kiste. Und er wäre halt auch voll locker. Die hätten beide da reingepasst, um ehrlich zu sein.
schöner Versuch spielt, um es mir schwerer zu machen und wir nur die Pussy spielen zu dürfen. Aber da hätten beide reingepasst. Just saying. Körperkontakt ist nicht so schlimm. Okay, ich hoffe mal, hier gibt es keinen zu heftigen Gegner, weil dann bin ich im Arsch. Ist ja nicht so geil. Ist das hier? Das ist ein Hebel. Hebel umlegen? Ja, warum nicht? Ja. Funktioniert das nicht? Nein? Funktioniert? Oh, doch, es funktioniert. Warum sollte das so schwer sein? Das ist im Prinzip einfach nur ein Hebel. Der sollte... Ach, egal. Wir können da jetzt durchlaufen. Das ist gut. Das ist sehr... Oh. Okay, gut. Da können wir jetzt auf jeden Fall durchlaufen. Aber die Frage ist jetzt, ob hier noch irgendwas anderes hier zum Einsammeln gibt. Ich schätze mich schon. Und wenn wir nicht... Oh. Das kann ich gebrauchen. Gut. Kombinieren. Damit. Das heißt, wir haben jetzt eine Säuregranate für den Granatwerfer von unserem besten Freund. Nehmen wir mal mit. Das werden wir mitnehmen. Ich frage mich nur, ob es hier noch irgendwas anderes gibt, was wir einsammeln können. Vielleicht Chemikalien? Irgendwas? Nein? Ich kann nicht noch langlaufen. Kann ich da rein? Ja, da kann ich rein. Möglicherweise gibt es hier Gegner. Das wäre doch schön, wenn es hier Gegner geben würde, oder? Das wäre toll. Das wäre toll. Ich hoffe, hier gibt es Gegner. Hier gibt es... Oh, no. No. Gegen dich kämpfe ich nicht. Fuck you. Not gonna happen. Not gonna... Okay, doch. Ich muss gegen dich kämpfen. Okay, nee. No. Oh, komm. Komm. Nein. Hahaha. Ich bin fucking gut im Insektentöten geworden. Deswegen hast du keine Chance. Tut mir leid. Perfect. Fucking perfect. Hat mich nicht einmal erwischt. Doch, habe ich glaube ich einmal erwischt. Ich weiß nicht genau. Hat mich einmal erwischt? Kann schon sein. Diese können sie jetzt nicht tragen. Wie schön. Ah, hier ist das blaue Zeug. Was sie brauchen. Sieht aus wie eine Art Chemikalien. Mischset geben? Ja. Die rote Chemikalie ist bereits im Mischset. Chemikalien zugeben? Ja. Schwefelsäure vermischt. Wundervoll. Hier ist irgendwas anderes. Was ist das? Noch mehr Granaten? Säuregranaten. Ja, jetzt haben wir 12 Säuregranaten. Wofür? Ich weiß nicht wofür, aber wir haben 12 Säuregranaten. Das ist gut, glaube ich. Können wir das kombinieren mit dem hier? Das wäre auch so schön gewesen, dass es geklappt hätte. Okay, ich lege das mal kurz auf den Boden, weil möglicherweise müssen wir das ja, diese komische Chemiekacke, die wir eingesammelt haben, vermixen mit dem Wasser hier. Verwenden. Kombinieren. Hey! Was haben wir jetzt? Batteriesäure? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt haben. Es ist wirklich Batteriesäure. Das war ein Witz. Spiel, das war ein Witz. Wir haben jetzt wirklich Batteriesäure erschaffen. Das ist schön. Finde ich sehr gut. Ich frage mich nur, was das jetzt irgendwie so bringt. Aber irgendwas wird uns das schon bringen. Und so. Okay, nach unten, nach oben. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal hier lang. Die Tür wurde aufgeschlossen. Hä? Okay, ich schaue erstmal, was da unten gibt. Ich frage nicht nach, welche Tür ich gerade aufgeschlossen habe. Möglicherweise irgendeine Tür, wo er lang kann? Das wäre cool, wenn wir zusammen, beste Freunde. Für immer und ewig. Ich liebe ihn. Billy. Mein treuer Kumpane, Begleiter, Liebe meines Lebens, Legende. Ich liebe ihn. Okay, da oben ist was. Da komme ich nicht dran. Muss ich irgendwas verschieben? Oh Gott, hier ist irgendwas freigekommen, oder? Wo bin ich denn überhaupt? Kann ich hier auch auf... Nee, die ist verschlossen. Hä? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Aber da komme ich halt auch nicht dran, da oben, ne? Oben ist mir egal, steht das. Allein kommt sie ja nicht. Ah, okay, komm her. Hoppe. Wo sind wir? Moment mal, ich will jetzt mal gucken, wo wir eben rausgegangen sind, damit ich überhaupt entscheiden kann, wo er langlaufen muss. Weil da oben habe ich gerade eine Tür aufgeschlossen. Ich schätze mal, dass er von da durchkommt. Damit wir dann da unten dieses Batterieding. Ich glaube, es sind Batterien. Die müssen wir mit der Batteriesäure kombinieren? Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass wir das irgendwie kombinieren müssen. Das wäre gut. So, komm, hier rein. Worum ich jetzt rauskomme, muss er hinkommen, sonst bin ich sehr angepisst. Ich hoffe einfach mal, dass er da lang kann. Wo komme ich jetzt raus? Ich habe absolut keine Ahnung. Wait, wo ist das denn jetzt? Ach nee. Das ist ja voll weit weg. Na toll. Okay, gut, dann laufen wir mal weiter und laufen in seine Richtung, ja? Holen ihn ab, den kleinen Jungen. Weil er kann nicht alleine. Geht ja nicht. Okay, ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Ich hoffe mal an irgendeiner guten Stelle. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen halt voll weit laufen. Oh, okay, gut. Ich weiß nicht, wo wir sind. Die hätten es auch ein bisschen einfacher machen können, irgend so einen direkten Weg zu dieser Stelle hier führen können oder irgendwas in der Art. Aber nein, das macht man natürlich nicht. Das ist ja nicht nett. Oh, okay, möglicherweise hat es super lange gedauert, einmal durchs komplette Spiel durchzulaufen, um zu diesem Raum zurückzukommen. Aber ich möchte ja nicht meckern.
Gut, wir sind jetzt hier und jetzt können wir wahrscheinlich endlich diesen Scheiß hier holen, oder? Ja, bitte. Schnapp es dir einfach. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Schnapp dir einfach die Scheiße jetzt. Leere Batterie mitnehmen? Ja, bitte. So. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich noch mit ihrer Batteriesäure mixen. Ah, komm. Na gut, ich habe zumindest jetzt eine Waffe ausgerüstet, das sollte reichen. Ja, ja, das sind keine schweren Gegner, das sind zwei Insekten, von denen habe ich schon viele gehabt. Deswegen, komm, fick die einfach kaputt jetzt. Komm, kann ich jetzt spielen? Nein, darf ich nicht. Komm. Flop. Oh, flop. Das ging überraschend schnell, muss ich sagen. Bist du tot? Okay, ich war nicht sicher, ob das jetzt smart war, drei Säuregranaten dafür. Ist mir egal. Wird schon irgendwie geklappt haben, wird schon irgendwie gut sein. Wo muss ich jetzt lang laufen? Ich glaube hier lang, ne? Das geht nicht. Das geht nicht. Okay, gut, dann muss ich dann kommen. Ich muss noch komplett. Bis gleich. Ich muss komplett zurücklaufen, Mann. Okay, gut. Ich bin jetzt wieder draußen, wo ich diese Batterie endlich einsetzen muss. Und dann wüsste ich nicht mehr, was ich jetzt noch machen muss. Ich glaube, wir sind wirklich kurz vorm Ende. Deswegen will ich so einfach... Doch. Ich mach das jetzt einfach... Geh mir nicht auf den Sack. Muss ich erstmal... Okay, wahrscheinlich muss ich es erst einmal untersuchen, damit ich es jetzt reinwerfen kann. Ja, natürlich. Ich muss nämlich erst wissen, dass ich da reinstecken muss. Vorher geht das ja nicht. Muss ich das Ding jetzt zurückfahren, oder... Ja. Ah. Nein. Er muss erst drauf. Natürlich. Ich bin dumm. Kannst du da bitte draufklettern? Das wäre sehr lieb von dir. Damit diese Karte... Wir haben überhaupt noch Platz im Inventar? Ja, haben wir. Alles tutti frutti. Da oben ist eine Karte, die ich vorher übrigens noch gar nicht gesehen habe. Aber anscheinend wusste ich, dass ich das einsammeln muss. Du bleibst jetzt da oben stehen. Wir schicken das Teil jetzt hier hoch. Wo ging das? Komm. Ja. Du schnappst jetzt die Karte. Ja. Bitte. Danke. Okay, gut. Wir haben jetzt eine Keycard. Ich weiß nicht mal wofür, aber anscheinend gibt es irgendwo noch eine Tür, die wir damit aufmachen können. Ich will jetzt erstmal einfach abspeichern und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe. Okay. Ich habe abgespeichert. Ich habe noch ein paar Sachen hier mehr oder weniger hin und her getauscht als mögliche. Aber ich habe 20 Schuss mit der Pistole für sie, 30 für mich, 9 Granatwerfer und nichts mit der Magnum. Ich bin mir nicht sicher und ich habe eine einzige Sache zum Heilen. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, falls jetzt noch irgendwie der Final Boss kommt oder sowas. Dafür muss ich noch ein bisschen Munition bekommen. Sonst habe ich absolut keine Chance. Das wäre kacke, wenn ich absolut keine Chance... Ich habe sie nicht mitgenommen, oder? Ich habe sie nicht mitgenommen, wie nice. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt diesen freien Weg. Moment, kann ich jetzt bitte einfach mit ihr mitkommen? Das ist nämlich ziemlich kacke, was ich gerade gemacht habe. Ich habe jetzt diesen freien Weg, wo vorhin Wasser war. Da habe ich diesen Damm irgendwie ein bisschen umgedreht, wie auch immer, indem ich irgendwo einen Knopf gedrückt habe, so einen Hebel gezogen habe und im Pimmel gewichst habe. Ja, das habe ich getan. Und auf jeden Fall kann ich jetzt durchlaufen. Ich schätze mal, dahinter ist irgendwie ein Raum, wo ich diese rote Karte für brauche. Und ich schätze mal, mit dieser roten Karte können wir dann da das Spiel durchspielen, hoffe ich. Ich würde mich jetzt gerne durch sein. Ich habe jetzt sehr viel gekämpft, gegen sehr viele Bosse gefightet. Und ich hoffe einfach mal, dass dieser letzte Boss nicht unbedingt super extrem schwer wird. Ich schätze, er wird super scheiße schwer. Ich gehe einfach davon aus, dass er super fucking schwer sein werden wird. Aber, naja, ich kann jetzt schon so... Oh Gott, what the fuck? Kannst du denn bitte... Kannst du bitte... Bitte, Frau, kannst du bitte mit mir mitgekommen sein? Ich habe jetzt nämlich absolut keinen Bock, dass du jetzt an dem Frosch festhängst. Bitte. Ach, das war so klar. Komm her, Frosch. Frau, kannst du... Okay. Ja, danke, Kamera. Das musste jetzt sein, ja? Okay, jetzt muss ich die beiden wieder verbinden, damit die nicht wie die vorhin so Vollspasten alleine rumlaufen und dann irgendwie sterben, weil das wäre nicht so gut. Also verbindet euch wieder. Sag mir bitte, dass du genug Leben hast. Nichts von... Ja, du bist gesund. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wo kann ich jetzt langlaufen? Ich kann jetzt... Ich glaube, ich muss hier nach unten, ne? Komm rein. Danke. Jetzt müssen wir weiter. Okay, nach unten geht's. Was ich sagen wollte, ich kann jetzt schon ein bisschen das Spiel bewerten. Ich muss sagen, das Spiel macht schon auf eine gewisse Art wirklich Spaß, weil es jetzt schwer ist. Es ist wirklich schwer und anstrengend. Aber dafür ist es auch umso belohnender, wenn man da mal weiterkommt oder ein Rätsel schafft. Es ist, glaube ich, nicht ein Spiel für... Also, wenn ihr nie die alten Resident Evil Teile gespielt habt, macht das, glaube ich, überhaupt keinen Spaß. Dann kann ich auch verstehen, wenn ihr es nicht geguckt habt als Projekt. Aber falls ihr jetzt immer noch dabei seid, dann wirklich vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitleiden, fürs Mitfiebern, ich weiß auch nicht, was ich nur allzu sagen soll. Aber es ist teilweise echt unglaublich frustrierend.
Das sind einfach, wenn man diesen normalen Mechaniken von modernen Spielen gewohnt ist, ist das hier echt anstrengend. Mit Gegenstände fallen lassen, weil man volles Inventar hat. Heutzutage gibt es solche Probleme gar nicht mehr. Volles Inventar. Volles Inventar. Habe ich noch nie gehört, so ein Problem. Okay, wo zur Hölle bin ich? Ach nee, scheiß auf die. Nein, schieß nicht, bitte, danke. Ich will mich einfach hier durch. Da liegt eine Karte. Was liegt da? Da liegt was. Ist halt so einsammeln, was da liegt. Pistolenmunition, das ist gut. Das nehme ich gerne mit. Kann ich da rein? Tür wurde aufgeschlossen. Oh, das ist ein kurz. Oh, ich muss, oder? Oder kann ich hier. Na, ich glaube, ich muss. Oh, kannst du. Oh. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, mit der Pistole kann man keine Headshots machen, aber anscheinend geht das doch. Hast du Leben verloren? Natürlich hast du Leben verloren, dumme Bitch. So, du bist auch tot. Ich habe einen Erfolg bekommen, weil ich den Headshot gegeben habe, während er sie angewichst hat. Hier ist noch. Ich habe kein Gewehr dabei. Das bringt mir nichts, weißt du? Was brauche ich dafür? Verschlossen? Ja, okay, da brauche ich hier die Karte für. Schätze ich mal. Fuck, sie ist fast. Das ist doch lächerlich. Das ist doch echt. Okay, das ist die Karte hierfür. Das ist gut. Kann ich irgendwie sagen, dass sie nicht komplett behindert reinrennt? Ja, bitte. Ich habe halt kein Gewehr mehr, ist das Problem. Ich war auch zu faul, um das zu holen, deswegen. Ach, scheiß drauf. Nee, soll ich es mitnehmen? Ich nehme es erstmal mit. Vielleicht finde ich ein Gewehr. Vielleicht liegt da ja ein Gewehr rum. Ist sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich ist das. Das ist Schwachsinn. Ich werde da keins finden. Ich werde da absolut kein Gewehr finden. Aber ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, hier hinter wird der Bosskampf sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Munition für die Magnum. Ganz dringend. Ich habe keine. Ich brauche Munition für die Magnum. Bitte, danke. Warum liegt die. Oh Gott, das sieht echt aus dem Bossfight. Ah, hier. Wundervoll. Nimmst du die mit? Dankeschön. Kannst du die mitnehmen? Verwenden. Kombinieren. Damit. Wundervoll. So, jetzt nehmen wir. Ich fand mich echt. Ich habe echt ein bisschen Angst. Ich habe echt ein bisschen Angst vor dem Boss. Ich will echt nicht sterben. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Ich will es einfach schaffen. Ich meine, ich habe ziemlich viele Säuregranaten. Okay, bis gleich. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker? Birkin? However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Okay. Oh, what the. Oh, what the fuck? What the fuck? Ja. Bosskampfzeit? Nicht so geil. Absolut nicht so geil. Okay, Sachen ausrüsten. Das ist der Bosskampf. Jetzt geht's los. Okay, ich brauch das hier. Du brauchst die. Nein, das nicht. Du brauchst die Magnum. Und du verziehst dich jetzt bitte. Okay, möglicherweise kann ich es ja hinbekommen, dass ich sie spiele und damit ihr ein bisschen abhaue. Weil ich will nicht, dass sie irgendwie in den. Na, komm mal ab. Nein, nicht treffen lassen. Muss das sein? Komm her. Aua, aua, aua. Bitte, ist jetzt ein
fucking ernst, Mann. Das ist jetzt nicht dein... Bis gleich. Okay. Nice. Versuch Nummer 2. Ich weiß nicht genau, wie ich den Boss hier schaffen soll, aber ich laufe einfach mal ganz weit von ihm weg und ballern einfach permanent auf ihn. Vielleicht könnte das ja klappen. Also, let's go. Komm mit. Jetzt ballern wir einfach. Bin ich richtig? Bist du doof? Wo bist du hin? Kannst du einfach nicht dumm sein? Wie viel Leben hast du noch? Es geht. Okay, das reicht. Das reicht erstmal. Also, baller einfach bitte auf den... Okay, das ist scheiße. Das ist sehr scheiße gelaufen. Wie viel Leben hast du noch? Es geht. Na gut. Komm, baller einfach. Bum, 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 bum. Ich weiß nicht, ob es klappt, was ich gerade tue. Ich hoffe es einfach. Möglicherweise klappt das. Ich hoffe es. Okay, ich habe keine Munition mehr. Nicht so geil. Baller bitte einfach permanent auf ihn drauf und hoffe einfach, dass es... Nein, fuck, ich Idiot. Oh, ich Idiot. Okay. Gut, wir machen es jetzt so. Ich wechsle und ich baller einfach permanent mit ihm drauf. Vielleicht klappt das ja. Komm, klappt das? Ich habe keine Ahnung, ob es klappt hat. Vielleicht hat das geklappt. Ich habe absolut keine Ahnung. So. Ich baller einfach permanent. Vielleicht einfach unter Druck stellen. Ich sehe ja nicht mal den Gegner. Ich sehe es ja nicht mal, was hier passiert. Das muss irgendwie klappen. Wow. Ich bin jetzt halt fast tot. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kann ich mich heilen? Ich kann nichts machen. Ich kann absolut nichts... Lebe ich noch? Ich weiß nicht. Wir sind beide fast tot. Ist nicht so geil jetzt. Kann ich abhauen? Ich kann auch nicht an dir vorbeilaufen, ne? Doch, ich kann hier lang. Komm her. Frau, bitte komm her. Hier liegt Munition. Sammle die bitte ein. Komm her. Kannst du bitte hier ein Dankeschön. Die sammeln wir jetzt ein. Ja. Und geben die jetzt ihr. Oh Gott, ich will echt nicht sterben. Komm. Austauschen. Hier, schnappt ihr das. Alles, natürlich. Jetzt wechseln wir nochmal. Laden nach. Kombinieren hier. Ausrüsten. Und weiter geht's. Und hoffentlich nicht sterben. Bitte. Warum sehe ich den Gegner nicht mehr von hier? Ich hoffe, ich treffe. Ich treffe. Komm, bitte stirb einfach. Ich habe keinen Bock, dass jetzt... Yes! Yes! Yes, yes, das Ding sieht fucking abgefuckt aus. Das sah eben noch nicht so eklig aus, wollte ich nur gesagt haben. Wo ist es jetzt? Hier liegen zwei Karten rum. Ist noch nicht geschafft. Warum ist es noch nicht? Ich schätze mal, jeder von beiden braucht einen, oder? Ich schätze einfach mal, jeder braucht einen. Wie? Schön, kannst du bitte einsammeln? Danke. Ich wette auch einfach, du bist nicht tot. Ich wette, du kommst gleich wieder. Ich hätte das war für die erste Hälfte vom Bossfight, wo ich erstmal meine komplette Munition für verbraucht habe und absolut nichts mehr übrig habe. Ich habe noch 2 Schuss damit, 5 Schuss damit. Was hast du dabei? Okay, du hast noch ein bisschen Munition für... Fuck. Okay, Moment, wie machen wir das? Ich nehme kurz dich. Lad hiermit mal kurz nach. Kombinieren hiermit. Und tauschen das dann aus für dich, weil du brauchst das sehr wahrscheinlich. Damit du zumindest ein bisschen Munition hast. Oder... Ich hab zumindest was zum Abspeichern. It's something. Wo muss ich jetzt lang? Kann ich hier raus? Ich kann raus? Wait, von da bin ich doch gekommen? Von da bin ich gekommen, glaube ich. Warum kann ich da wieder zurück? Ich glaube, es ist nicht richtig. Ich glaube, ich muss da drin was machen. Ich habe jetzt 2 Schlüssel bekommen. Und ich schätze, mit den beiden Schlüsseln muss ich irgendwo irgendwas öffnen, schließen, pimmeln. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss ich damit machen. Aber ich habe zumindest jetzt die erste Phase geschafft. Bitte gib mir einfach einen Speicherpunkt. Komm schon. Da kann ich nichts machen. Ich muss wieder irgendwas machen können. Wo bin ich? Ah, hier. Okay, ich hab's kapiert. Jeder auf einer Seite, ja. So, du läufst kurz da. I'll go. Du bist halt fast tot, ist nicht so geil. So, okay, komm. Den hier aktivieren. Das muss ich mit dir auch machen. Aktivieren auch. Okay, cool. Dann sind wir halt hier durch. Diese Doppeltür. Wie schön. Geht jetzt auf? Okay, das ist offen, wir sind durch. Was kommt da denn jetzt? Der Bosskampf eben war doch schon heftig genug, hat das echt nicht gereicht? Ich meine, ich habe den gerade so geschafft, weil ich irgendwie noch an dem vorbeilaufen konnte. Oh, hier können wir nochmal speichern. Okay, ich habe einen Erfolg bekommen, weil ich alle Schlüssel im Spiel verwendet habe. Das wollte ich eigentlich machen, dass wir zusammengehen. Okay, Pistolenmunition, die gebe ich lieber mal ihm, weil er hat die bessere Pistole. Ja, das kannst du auch mitnehmen, ist mir egal, nimm einfach alles mit, was da ist. Ja, komm. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas, was mich heilen kann. Obwohl, ich habe noch einmal was zum Heilen. Das ist halt... Ist halt immerhin etwas, ne? Ich kann mich... Auf jeden Fall muss ich nicht nochmal zum Bosskampf laufen. Das ist immerhin etwas. Ich schätze mal, jetzt kommt der letzte Teil des Bossfights, wo wir das allerletzte machen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns wartet. Irgendwas wartet auf uns. Und davor habe ich etwas Angst, muss ich sagen. Oh, das geht schon viel zu lange hier alles. Okay, gut. Was muss ich jetzt hier noch machen? Was habe ich jetzt eingesammelt? Wie viel Munition? Ich habe 30 Schuss, das ist gut. Wir haben noch was zum Nachladen. Ich brauche halt echt Munition für irgendwas. Da geht's hoch, ja. Oh, you should.
Das ist ziemlich fucking viel. Das ist ziemlich fucking viel Scheiße. Es wäre halt vielleicht ganz praktisch gewesen, wenn ich jetzt meine Shotgun dabei hätte, weil wir unglaublich viel Munition für die Shotgun dabei haben. Doof. Doof gelaufen. Okay, verwenden, kombinieren hiermit. Das heißt, ich habe jetzt zweimal was zum Healen. Und eins gebe ich am besten mal ihm austauschen. Komm, gib dir. Ach, fuck, ich kann dir das gar nicht geben. Ich kann es anders machen. Ich nehme die einfach mit, weil die brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr, aber ich behalte die einfach mal bei mir. Dann kann er seine Waffe laden. Komm her. Ja, verwenden, kombinieren, damit. 6 Granaten haben wir jetzt. Das ist nicht viel. Das ist halt wirklich nicht viel, ne? Okay, wir können es aber noch heilen. Ja. Fuck, ich brauche die Schrotflinte, oder? Ich glaube, ich habe die Schrotflinte dringend Fuck. Ach, scheiß drauf. Okay, jeder hat jetzt noch 2 Sachen zum Heilen. Nimmt auch noch was mit. Ich brauche halt eigentlich echt Munition für den... für den fucking Magnum, ne? Das ist eigentlich super wichtig. Ich habe 2 Schuss damit. Und 9 hiermit. Kombinieren. Ist halt nicht so viel. Ist halt echt nicht so viel. Kann ich das einfach noch mitnehmen? Because why the fuck not? Ich hätte mittlerweile, glaube ich, fast 20 Schuss für das Gewehr. Und ich glaube, die hätte ich gebraucht. Werde ich nur brauchen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, die wären wichtig gewesen. Ich glaube, die wären... Ich nehme lieber mal das Ding direkt. Ich habe das Gefühl, kommt die gleich direkt ein heftiger Bossfight. Okay. Dann schauen wir mal, was hier oben gibt, ja? Das ist ein Hebel für den Aufzug. So können Sie vielleicht entkommen. Aufzug aktivieren? Ja, bitte. Okay. Ich habe etwas Angst. Ich habe etwas Angst. So, mal sehen. Ich schätze, jetzt kommt der zweite Teil vom Bossfight. Ich habe noch 6 Schuss damit. Sie hat noch 2 Schuss mit der Magnum. Ich hoffe, das reicht in irgendeiner Form. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach, dass es reicht. Ah. Geil. What? Ich habe etwas Angst. It's the Queen. Really? Really? Muss das sein? Muss ich auf die ballern? Wie lange muss ich noch laufen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich. Das war ich. Es wäre gut, wenn ich das schnell bewegen könnte, weil wir schneller in der Sicherheit wären. Aber das Ding kann nicht mehr so viel Leben haben, oder? Really? Muss ich draufballern? Ich habe. Oh nee, okay, wir sind oben. Muss ich draufballern? Ich weiß es nicht. Muss ich draufballern oder muss ich abhauen? Ich hab... Oh. Das Ding ist ziemlich schnell, Kumpel. What the fuck? Bitte nicht still. Oh, what? Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich baller einfach permanent drauf. Okay, kann ich hier irgendwas aktivieren? Was soll ich hier machen? Ja, aktiviert das Teil da. Nein, nicht? Du würdest dich auch nicht bewegen? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas richtig mache, ob ich irgendwas falsch mache. Ich habe halt nicht mehr viel Waffen jetzt. Ich habe halt beide überhaupt keine Waffen mehr. Ich glaube, ich habe alles komplett verkackt. Kann das sein? Muss ich was aktivieren? Ich kann hier nichts drücken. Warum kann ich hier nichts drücken? Ich würde gern... Oh, das ist fucking retarded. Ich kann hier nichts machen. Kann ich hier vorbeilaufen? Ich kann nicht an dir vorbei. Ich kann nichts machen hier. Was ich halt... Ich wusste halt echt nicht, wo ich langlaufen soll. Sterbe ich jetzt einfach? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es das jetzt halt. Ich meine, ich baller jetzt halt einfach permanent auf dich drauf. Vielleicht klappt's ja. Okay, oder wir sterben einfach beide im gleichen Hit. Wie schön. Gut, dann bis gleich. Whatever. Okay, Versuch 2, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss, aber ich schätze mal einfach weg. Deswegen laufe ich einfach hier hin und baller jetzt. Wäre halt nice, wenn meine Freundin mir vielleicht irgendwie helfen würde. Bitte. Nein, nicht. Kannst du vielleicht bitte einfach schießen? Hallo? Danke. Komm, nimm vielleicht einfach mal eine Waffe in die... Es ist so dämlich. Okay, gut. Jetzt wechselst du bitte zu ihm und spielst nicht wie der große Vollidiot, sondern ballerst ihn mal ab und läufst weg. So. Okay, vielleicht können wir einfach drüber laufen, ja? Bert, kannst du bitte nicht die Kamera wechseln, während ich versuche wegzurennen? Das wäre sehr schön. Von hier oben? Okay, wie viel Leben habt ihr noch? Ich habe keine Ahnung. Du hast nicht so viel, deswegen... Ja, komm, das reicht noch. Das reicht. Ist alles okay. Komm. Oh, really? So, jetzt wechselst... Oh, das ist... Diese Steuerung. Das ist nämlich sie... Nimm die Waffe und komm, ich mach einfach irgendwie. Ich habe keine Waffenmunition für. Ah, diese Steuerung. Okay, so. Pistole, auch gut. Jetzt ballern wir einfach von hier auf dich. Scheiß wie. Ich weiß nicht, ob ich dich treffe. Ich glaube nicht. Deswegen renne ich einfach weg und hoffe, dass es irgendwie klappt. Weil sie ist gerade irgendwie, glaube ich, relativ safe, wo sie ist. Hoffe ich. Okay, was kann ich hier jetzt einsammeln? Irgendwie muss da irgendwas zum Einsammeln noch sein. Nein? Kann ich hier drin irgendwas drehen? Nein, kann ich nicht. Ich hoffe nur, dass irgendwie hier irgendwas funktioniert. So, das funktioniert irgendwie gar nicht, was ich gerade probiere. Okay, ich habe halt keine Munition mehr. Was soll ich denn machen? Wie viel Leben hast du? Bist du tot? Sag mir nicht, dass du tot bist. Wie viel Leben hast du? Ich will gerne nachgucken. Wie viel Leben hast du?
nicht viel. Deswegen heilen wir uns jetzt. Und wir haben noch fast überhaupt keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Verdammt. Gut. Baller einfach drauf. Ich weiß nicht, ob ich das Ding überhaupt treffe. Das ist ja gerade so mein Problem. Ja, das Vieh muss halt einfach irgendwann sterben. Oder? Ich mache halt super viel Schaden da dran. Aber es klappt halt irgendwie nicht. Ich meine, das Ding trifft mich ja auch nicht. Das ist nicht das Problem. Doch, jetzt hat es mich getroffen. Das ist doch eher ein Problem. Aber ich kriege das Vieh halt nicht down. Weil ich nicht genug Schaden mache. Weil ich nicht genug Munition hatte. Weil mir das Spiel nicht genug Munition gegeben hat. Weißt du? Ist ein Problem gerade. Wie soll ich das denn umlegen ohne Munition? Komm. Treffe ich das Ding überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich das Ding treffe. Das kotzt mich gerade etwas an, muss ich sagen. Stirbst du irgendwann? Wie viel Munition habe ich noch? Wow, noch 10 Schuss. Das wird bestimmt klappen. Ja, das habe halt echt nicht genug Munition. Ich kann es nicht schaffen. Ich glaube, ich habe einen Schuss daneben gesetzt mit dem Granatwerfer. Sonst habe ich alles getroffen. Oh. 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 Das Licht. Irgendwas mit dem Licht. Ja? Okay. Was muss ich jetzt machen? Okay. Dann mach das, bitte. Danke. Wo sind Windows? Diese Dinger, die man drehen kann, die ich schon überall gesehen habe vielleicht? Ja. Die sollst du vielleicht drehen. Ja, follow me. Mach einfach mal, dreh dran rum und fuchsen wir es auch schon irgendwie. Danke. Kannst du es drehen, bitte? Dreh einfach an der Scheiße. Ah, und wenn das nicht klappt, was ist dann? Dann haben wir Pech gehabt. Turbinierungsanleitung. Gehen Sie folgt vor dem Halb. Was? Sperre lösen. Okay. Ja, das ist gut. Okay, gut. Macht sie das jetzt? Okay, sie macht es anscheinend nicht so wirklich. Oder doch? Aua, du hast mich angegriffen. Nicht so gut. Hey, greif mich an. Sollst mich angreifen, Kumpel? Sollst mich angreifen? Sollst mich angreifen? Greifst du mich an? Du greifst nicht mich an. Du greifst die an. Das ist nicht gut. Kannst du bitte mich angreifen? Hallo. Hier. Sollst mich angreifen? Aua. Warum klappt das nicht? Warum greift mich das Vieh nicht an? Ist sie gleich tot? Nein, ist sie nicht. Aber sie dreht halt voll dran. Das ist halt nur voll fucking lange. Ja, das Vieh greift mich halt voll nicht an. Das ist halt ziemlich dumm gerade. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach warten, bis sie stirbt? Sie ist halt fast tot. Ja, halte ich mal hoch. Und jetzt? Ich weiß jetzt voll nicht, was ich machen soll. Ich bin halt voll überfordert gerade. Greifst du jetzt mich an? Please? Ja, tust du. Wie schön. Komm mal her. Dann komm mal her und greif mich an. Weil das ist wundervoll, wenn du das tun wirst. Das erste ist offen. Wow. Das erste ist offen. Ich habe fast keine Munition mehr. Also ich muss gleich den kompletten Fight nochmal machen, weil es nicht geklappt hat. Da freue ich mich aber drauf. Da freue ich mich aber sehr drauf. So, gefühlt meine einzige Chance ist ja gerade einfach, dass sie genug zum Heilen hat. Bevor hier einfach alles im Arsch ist. Weil ich meine, wir haben beide keine Munition mehr. Wir können nichts machen. Ich kann einfach nur warten. Das ist ein toller Bossfight, wirklich. Danke, Spiel, dass du so einen genialen Bossfight in das Spiel integriert hast. Echt eine tolle Idee. Wo ist sie denn jetzt überhaupt? Was macht sie? Okay, sie dreht in dem Ding. Aber ich kann ihn halt voll nicht davon abhalten. Ich kann mich nur daneben stellen. Aua. Wie viel Leben habe ich noch? Weil wenn ich halt auch noch super wenig Leben habe, ist halt scheiße. Ich muss irgendwo Munition finden. Das kann nicht wahr sein. Das kannst du jetzt echt... Warum kann ich auch dran drehen? Dreh da einfach selbst dran. Das ist ja vielleicht ein bisschen besser. Wie viel Leben hat sie noch? Wenig. Scheiße. Das klappt nicht. Das klappt halt absolut nicht. Ach, scheiße. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Brauche ich mehr Munition? Ich habe nicht mehr Munition, das Problem. Ich kann vielleicht ein bisschen Leben stellen und einfach ein bisschen nerven, aber... Scheiße. Ja, gut. Ich warte einfach. Muss ja irgendwie klappen, ne? I don't know. Was soll ich hierzu sagen? Toller Bossfight. Okay, wir sind wieder in der zweiten Phase und jetzt bitte hoffe ich einfach, dass es in irgendeiner Form irgendwie klappt. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktionieren soll. Wir haben beide super wenig Leben, aber theoretisch kann es funktionieren, weil ich jetzt mehr Munition mit ihm habe. Deswegen bitte Gott, sag mir einfach, dass es jetzt irgendwie funktionieren kann. Ich hoffe es einfach, wirklich. Ja, ich weiß das. Wirklich, ich weiß, was ich tun soll. Ja, whatever. Komm, mach einfach den Scheiße. Komm. Wie viel Leben hast du? Wie viel Leben habe ich? Du hast super wenig Leben. Ich habe super wenig Leben, aber dafür habe ich Munition. Ich habe Munition. Deswegen muss ich einfach nur irgendwie abhauen und irgendwie hoffen, dass er mich angreift. Hier, komm. Greif mich an.
Ich weiß nicht, wie oft ich auf den schießen muss. Wahrscheinlich oft. Hat es geklappt? Ich glaube, es hat geklappt. Dreh dich um, bitte. Okay, du greifst mich an. Das ist gut. Also komm her. Komm her, Spasti. Folg mir. Greif mich an. Alles ist gut, wenn du mich angreifst. Folg mir einfach. Ja, so ist es richtig gut. Okay, das erste Ding ist offen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, wie viel Leben sie noch hat. Ich hoffe mehr als eben. Wie viel hast du? Nicht fucking viel. Nicht fucking viel. Aber es muss reichen irgendwie. Komm. Wo ist sie hin? Nein, nicht sie angreifen. Komm her. Du sollst herkommen. Arschloch. Hey. Du sollst herkommen. Na, komm her. Klar doch. Ja, hier bin ich. Komm her. Komm her, Mama. Komm her, greif mich an. Genau. Genau so. Jetzt kommst du zu mir und gehst mir auf den Sack. Genau so. So ist es gut. So ist es gut. So ist es. Okay, das zweite Ding ist auch offen. Das heißt, wir haben die Hälfte geschafft. Das heißt, ich lock jetzt einfach ein bisschen hier in die Richtung. Komm her. Ja, genau. Aua. Fuck. Ich bitte nicht so viel Schaden gemacht. Bitte nicht. Sie hat nur noch. Warum hat sie nur noch so wenig Leben? Das kann doch nicht sein. Ich kann ihr auch nichts geben. Ich kann ihr halt auch nichts davon geben. Das heißt, wenn die nur einmal getroffen war es das halt. Och, fuck, komm schon. Tu mir das nicht an. Das zweite Ding ist offen. Das ist gut. Och, Mann, das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Wie soll das denn jetzt klappen? Ich hab zu wenig Leben. Komm her, greif einfach mich an, wenn du kannst. Tu es. Ich weiche dir einfach so ein bisschen aus die ganze Zeit. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Vielleicht ist das Ding dumm. Hey, komm her. 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 Komm bitte her. Komm einfach bitte her. Wirklich, greif nicht meine Freundin an, das ist einfach vorbei. Nein, komm her. Oh, thank God, du bist wieder bei mir. Oh, ich liebe dich. Komm, bleib bei mir. Wir sind noch beste Freunde. Wir sind beste Freunde. Aua. Vielleicht kann ich das Ding einfach in eine komplett andere Richtung locken oder so. Wie viel Leben habe ich noch? Nicht mehr viel, oder? Kritisch, ich muss mich vollheilen. Ich muss mich vollheilen und jetzt irgendwie wegrennen. Irgendwie. Ich habe ja nicht mal Munition. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich noch Munition habe. Wie viel Munition habe ich noch? Wie soll ich das denn schaffen? Okay, das zweite Ding ist auch offen. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Komm schon, tu mir das nicht an. Ich will es echt nicht verkacken jetzt. Bitte nicht. Ich habe noch 10 Schuss. Okay, das sollte reichen. Das sollte reichen, um das Ding einfach nur ein bisschen abzulenken noch. Komm, bleib bei mir. Einfach bei mir bleiben. Einfach bei mir bleiben. Ich kann es tanken. Du musst einfach nur bei mir bleiben. Yes. Der letzte Schuss hat, glaube ich, noch gereicht. Bleib einfach bei mir. Bitte bleib bei mir. Bitte geh nicht zu meiner Freundin. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Hey, hier. Nein. Das tust du mir jetzt nicht an. Ich muss irgendwas tun. Ich habe überhaupt nichts mehr bei mir. Was soll ich denn? Es fehlt noch Munition. Ich brauche die Munition. Ich krieg die nicht von ihr. Nein, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr ich dieses Spiel hasse. Das ist einfach nur Scheiße. Das macht doch null Spaß. Na komm. Keine Munition mehr. Okay, das Vieh greift mich noch letztes Mal an. Das ist gut. Das Ding ist jetzt auch offen. Das heißt, es gibt noch eins, was offen ist. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Wo ist das? Komm einfach. Nee, nicht hier. Komm her, Vieh. Bitte. Du musst mich angreifen. Wie viel Leben hat sie noch? Genug. Ich bin so nervös. Ich will es einfach nur schaffen. Ja, genau. Ich blockiere einfach den Weg. Na, kommst du hier durch? Ja, du kommst durch. Scheiße, ich kann dich nicht blocken. Na komm, greif mich an. Scheiße. Das letzte Ding, was ich nur aufmachen muss. Das muss ich doch. Ja, hier, greif mich an. Oh Gott, es klappt. Ich muss einfach nur neben den Teil stehen. Greif mich auch mal an, oder? Komm. Aua, das hat wehgetan. Wie viel Leben habe ich noch? Wie viel Leben hat sie noch? Ich habe viel. Sie hat auch relativ viel. Das ist gut. Okay, ich glaube, ich wechsle mal kurz zu ihr, einfach um sie voll zu heilen. Yes! Okay.
Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Okay, das war Resident Evil Zero, Leute. Das war gegen Ende echt richtig anstrengend, aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat irgendwie doch Spaß gemacht. Es war super, super frustrierend, super, super anstrengend, aber es hat sich irgendwie doch gelohnt. Auch wenn der Endboss-Fight echt, ich meine, oh. Bei ein paar Stellen wäre es echt nicht möglich gewesen, weiterzukommen, ohne dass ich mir irgendwie nochmal Leben gecheatet hätte oder irgendwie die Sachen geholt hätte, sonst hätte ich echt das komplette Spiel neu spielen müssen. Ey, das ist also zum Privatspielen ist es cool, um es aufzunehmen ist es kacke, das habe ich jetzt gemerkt, aber ja, ich freue mich, vielen, vielen, vielen Dank für alle, die bis hierhin dabei waren, ey, das ist echt, die Elite der Corrupted Army sieht diesen Moment hier, deswegen High Five an alle von euch, bam, wirklich vielen Dank fürs Zuschauen, es bedeutet mir super viel, dass ihr alle hier dabei seid bei so einem Projekt, was wirklich ein bisschen länger dauert, ein bisschen mehr Arbeit ist als so die normalen Games, die ich spiele. Und dafür nochmal wirklich ein vielen, vielen herzliches Dank von mir. Ich hoffe, euch hat das Projekt auch gefallen. Ihr könnt ja mal einfach in die Kommentare schreiben, was so eure letztendliche Review zu dem Spiel ist. Ich muss sagen, das Spiel selbst hat Spaß gemacht. Die Steuerung war ein bisschen nervig. Es war ein bisschen hakelig. Die Menüführung war super scheiße. Ah ja, es sind viele Sachen, die einfach generell das Spiel ein bisschen schwerer gemacht haben, als es eigentlich sein müsste. Und dafür kriegt das Spiel so von mir insgesamt, ja, 5,5 von 10 bekommt es von mir. Und von euch, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Projekt wieder. Ich gehe jetzt schlafen, ich habe seit 5 Stunden nichts anderes gemacht, außer ihr Spiel zu spielen. Bis dann, Leute, euer Corrupted. Bye, bye. Ich penne gleich ein. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Bye, bye.